Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Hörspiel. Heute gibt es wieder jede Menge Videos aus der vergangenen Woche. Das heißt, ihr hört nichts Neues, sondern alles nochmal als Hörspiel zusammengefasst, ohne meine Kommentare. Das Einzige, was hier geschnitten ist, sind die Pausen. Diese habe ich automatisch rausretuschiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Guten Tag, hören Sie mich? Ich spreche mit Hartmut Schimmelsonne. Ja. Mein Name ist Walter Rich und ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Anmeldung für das Onlinehandel. Sie haben gerade auf unserer Werbung registriert, ja? Deswegen rufe ich Sie an, Herr Schimmelsonne. Es geht um Onlinehandel mit Kryptoin, mit Bitcoin. Ja. Okay, Herr Schimmelsonne, haben Sie schon irgendwelche Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Nee, das ist ganz neu. Okay, Sie haben nie mit Krypto und Aktien gehandelt, richtig? Nicht, dass ich wüsste, ja. Okay, Herr Schimmeldorfer, das ist gar kein Problem, ja? Ich bin Ihre Kontoberaterin, Masarich, und meine Aufgabe ist es Ihnen dabei, helfen, Ihre Handelskonto richtig zu aktivieren, ja? Und ich werde weiter informieren, wie es läuft und wie es funktioniert, okay? Hören Sie mich? Ja, ja. Okay, Herr Schimmeldorfer, ja, Sie bekommen, wissen Sie ja vielleicht, Sie bekommen von unserer Seite ein automatisches Handelssystem, ja, Robotersystem, und es bedeutet, ja, dass Sie bei uns nicht allein handeln werden, sondern dieses System handelt für Sie, ja, kauft und verkauft eigenständig. Sie bekommen von unserer Seite MetaTrader 4 System, ja, und macht dieses System mathematische und algorithmische Analyse, ja. Sobald Sie Ihr Konto aktivieren, Sie werden zu Ihrem eigenen persönlichen Finanzberater zuzuweisen, ja. Was bedeutet das jetzt? Obwohl alles automatisch läuft, am Anfang Expert wird für Sie alles einrichten, ja, und mal erklären, wie dieses System läuft, wie funktioniert, wie können Sie in diesem Bereich Geld profitieren, ja, und helfen und zeigen Ihnen, ja, wie Sie Gewinne erzielen können, okay? Ja, Schimmeldorfer, ja, wir haben drei verschiedene Kontotypen, ja. Erste ist 250 Euro, zweite ist 500 und dritte ist 1000 Euro, ja. Sie haben mir gesagt, dass Sie in diesem Bereich total Anfänger sind. Deswegen am Anfang, ich empfehle Ihnen, mit mindestem Startkapital beginnen, ja. Aber das ist Ihre Entscheidung, ja, Ihre Wünsche, womit möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren. Herr Schimmeldorfer, mit 250 Euro können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%, ja? Und unser Interesse ist, dass Sie so viel Geld wie möglich verdienen, ja? Denn wir werden aus Ihren Gewinnen bezahlt, ja? Wir bekommen von 2-3% von Ihrem Gewinnen. Und deswegen, das ist unser gemeinsames Interesse. Sie profitieren und wir profitieren auch. Ihr Erfolg bestimmt unser Erfolg. Okay? Mhm. Und wie funktioniert das mit dem komischen Roboter? Bitte? Und wie funktioniert das mit dem Roboter? Dieser Roboter arbeitet ja jeden Zeit, ja, 24 Stunden und macht für Sie mathematische und algorithmische Analyse, ja. Und wenn Sie Konto aktivieren, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater und diese Person wird für Sie Geldmanagementstrategien erstellen und für Sie neue Positionen öffnen, ja. Und Sie können Handelsprozess mit Ihrem eigenen Finanzberater anfangen, okay? Mhm. Und diese Person wird für Sie alles einrichten, ja? Und damit dieser Roboter funktioniert ja jeden Zeit, ja? Und macht mathematische Analyse. Aber Sie brauchen auch fundamentalische Analyse. Und diese fundamentalische Analyse macht für Sie Expert, ja? Ja. Ja. Okay. Und Herr Schimmeldonner, ja, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihr Konto aktivieren, ja? Sie bekommen dieses Konto auf Ihrem Handelskonto, danach, wenn Sie Konto aktivieren, ich werde per E-Mail Zugangsdaten schicken, ja? Und können Sie sofort Handelsprozess anfangen, ja? Und alle Unterstützung bekommen Sie von unserer Seite. Mhm. Okay, sagen Sie mir bitte, was ist Ihre gewünschte Summe? Ja, geht doch erstmal weniger. Mindestens Startkapital, ja, kleinste Summe ist 250 Euro. Ach so, und weniger? Das ist die Regulation der Börse. Ja, und? Es funktioniert nicht, leider nicht weniger, ja? Das ist die Regulation der Börse, 250 Euro. Ja, ich mal so. Okay, und warum? Warum? Mhm.
Ja, weil das ist der mindeste Staatskapital, ja, Herr Schimmelsonne, mit 100 und mit 150 Euro können Sie sehr wenig Kapital bekommen, ja. Das ist leider, das ist die Regulation der Börse, ja, wir haben drei verschiedene Kontotypen, wenigste ist 250 Euro, 250 Euro, ja, mit 250 Euro können Sie von 10 bis 20 profitieren, ja, von 10% profitieren, Herr Schimmelsonne. Leider, ja, das ist einfach die Regulation der Börse. In weniger funktioniert es nicht. Tut mir leid dafür. Ach so, und warum kann ich bei Binance dann auch 25 Euro einzahlen und damit handeln? Bitte, wie viel Euro? 25. 25? Nein. Das ist unmöglich, Herr Schimmelsonne, ja? Bei uns Kunden handeln mit 250 Euro, 500 und 1000 Euro, ja? Das ist unmöglich, ja? Wir haben zwei Konto, ja? Konto für Anfänger und Plattform für Anfängermenschen und Plattform für professionelle Menschen, ja? Auf professioneller Seite, Menschen handeln allein und mit großer Summe, ja? Mit 100.000 Euro, mit 50.000 Euro, ja? Sie haben mir gesagt, dass Sie total Anfänger sind, ja? Deswegen, Sie brauchen Kenntnisse und Kenntnisse sammeln, ja, in diesem Bereich. Deswegen, am Anfang, ich empfehle Ihnen mit mindestem Staatskapital anfangen, ja. Weniger ist unmöglich, ja. Wenigstens ja, ist 250 ja. Euro. Bitte? Ich sage, bei Binance geht's ja. Bei Binance kann ich auch 25 Euro einzahlen. Da habe ich vorhin ein Konto erstellt. Bei Binance ist möglich, ja, Herr Schimmelsonne, ja. Aber unsere Webseite ist Inertia Finance. Das ist Plattform, ja. Wo haben Sie ein Konto? Ja. Und mit 250 Euro können Sie nicht nur mit Krypto, mit Bitcoin kaufen, sondern auch andere Währungen, ja? Und Sie können bei uns mit Aktien handeln, ja? Ich bei Binance auch. Ja, ich verstehe, ja, aber hier Schimmelsonne, bei uns mit dem Staatskapital ist 250 Euro, ja? Und warum so viel? Das, bitte? Und warum nehmen Sie da so viel? Das ist, Herr Schimmelsonne, 250 Euro ist noch nicht viele Summe, ja? Wenn das für Sie nicht viel ist, ich finde das schon viel Geld. Herr Schimmelsonne, leider bei uns funktioniert das nicht, ja? Mindestes Staatskapital ist 250 Euro. Ja, wie viel Bonus gibt es denn bei Ihnen? Ja, wir bekommen von 2-3%, ja, von Ihrem Gewinnen, ja. Deswegen, das ist unsere gemeinsame Interesse. Wenn Sie Geld bei uns verdienen, ja, Gewinne bekommen, ja. Wir bekommen von Ihrem Profiten Geld, ja. Nicht 250 Euro oder mit 500 und 1000, ja. Von Ihrem Gewinnen, ja. Ja, und wie viel Bonus bekomme ich? Bitte? Wie viel Bonus bekomme ich? Ja, unsere Firma bekommt Bonus, ja? Ich bin nur Ihre Kontoberaterin und wenn Sie Konto aktivieren, direkt, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater, ja? Wenn Sie auf unsere Werbung, auf unsere Site, ja, Geld verdienen, ja? Und gute Erfahrung sammeln, ja? Wir bekommen von Ihrem Gewinn von 2-3%. Und ich kriege keinen Bonus. Bitte? Und ich bekomme dann keinen Bonus, oder wie? In fast der 250 Euro von unserer Seite 75 Euro, ja? Und Sie können Ihre Transaktion, Ihre Handelskonto bei uns können Sie mit 325 Euro anfangen, ja? Im Fall des 250 Euro, Sie bekommen von unserer Seite Bonus, ja? Extra Geld 75 Euro, ja? Und Sie können Ihre Handelskonto, ja? Mit 325 Euro anfangen, ja? Und aktivieren Ihre Handelskonto. Okay? Na, wenn ich 75 Euro Bonus bekomme, dann würde ich würde sagen, dann zahle ich 150 Euro ein. Und dann ist ja mit dem Bonus und war ja dann drüber. Nein. Wenn Sie 250 Euro bei uns investieren, ja, dann bekommen Sie extra Bonusgeld, ja, 75 Euro. Und damit können Sie insgesamt Ihre Handelskonto mit 325 Euro anfangen. Herr Schimmelsonne.
Ja, dann verzichte ich auf den Bonus und zahle weniger ein. Ja, Herr Stimmendorfer, Sie sollen zuerst bei uns Tandesprozess anfangen. Ja? Wenn Sie bei uns Geld verdienen, Profit bekommen, dann können Sie Ihr Geld auszahlen. Ja? Herr Stimmendorfer. Mhm. Ja, aber am Anfang, Sie sollen Ihre Konto aktivieren und dann bekommen Sie von unserem Chef Bonusgeld. Ja, mit weniger Geld, das ist unmöglich, ja? Das ist aber nicht so schön bei Ihnen. Bitte? Ich sage, das klingt sehr uninteressant bei Ihnen. Also andere bieten da mehr an. Herr Schimmeldonner, ja? Wenn Sie bei uns registrieren, Sie haben nicht, überhaupt nichts gelesen, wenn Sie bei uns Kunde registrieren, dieser Kunde weiß ganz genau, ja, dass mindestens Staatskapital bei uns liegt 250 Euro. Ja, aber der Bonus ist mir zu wenig. Okay, Bonus, Herr Schimmeldonner, Sie bekommen von unserer Seite Bonus extra Geld, aber Bonus ist monatliche Profite, ja, von 10-20%. Das ist wenig, ich verspreche nicht Ihnen, dass Sie bei uns Millionen werden kann, ja? Aber mit mindestens Staatskapital, mit 250 Euro können Sie von 10-20% profitieren, ja? Ich sage nicht Ihnen, dass bei uns können Sie 50% verdienen oder 100% verdienen, ja? Das ist unmöglich, ja? Ich sage realistisch, ja? Mit 250 Euro, Sie bekommen von unserer Seite zusätzlich, ja? 77 Euro und Sie können handeln mit 325 Euro anfangen, ja? Und mit 325 Euro können Sie monatliche Profite bekommen von 10-20%. Ist wenig für Sie, das ist wohlrechtliche und monatliche Profite für Sie. Das ist extra Geld für Sie. Aber wenn ich jetzt hier, wenn ich einmal 250 Euro einzahle und da 10-20% drauf bekomme, ja? Ja. Dann kriege ich ja, wenn ich die 10-20% gewonnen habe, dann kriege ich ja danach dann die nächsten 10-20% auf den Profit schon, oder? Ja, Sie bekommen, ja. Profit schon bekommen, ja. Natürlich. Aber dann wäre ich ja innerhalb von einem Jahr Millionär. Herr Schimmeldonner. Ja, ich sage Ihnen, ja, wenn Sie bei uns 250 Euro investieren, ja, Sie bekommen von unserer Seite Willkommenbonus, ja, verstehen Sie, was ich meine? Das ist Willkommenbonus, 75 Euro, ja, und Sie können Ihre Konto mit 325 Euro anfangen, ja. Und wenn mit 325 Euro können Sie von 10-20% profitieren, ja? Das Bonus profitieren, ja? Sie können bei Im uns. Monat, ja, am Tag oder in einer Stunde? In Stunde ist unmöglich, ja, Herr Schimmeldonner, ja? Sie können wöchentliche und monatliche Profite bekommen, ja? Natürlich, im Stunde können Sie auch Geld verdienen, ja, aber nicht von 10-20%, ja? Aber können Sie monatliche Profite bekommen, ja? Ja, mit 300 Euro, ja, zum Beispiel. 300 Euro. Ja. Können Sie... mit 300 Euro können Sie, ja, zum Beispiel 100 Euro profitieren, ja? Und 150 Euro profitieren. Verstehen Sie? Ja, das ist wenig für Sie. Zum Beispiel, wenn Sie mehr investieren möchten, ja, darüber können Sie mit Ihrem eigenen Finanzamt sprechen, ja. Wenn Sie je mehr investieren, desto mehr profitieren. Ist ganz logisch. Aber mit 250 Euro, was meinen Sie? Können Sie viel Geld verdienen? Das ist unmöglich, ja. Aber extra Geld haben, ja. Und das ist gut für Sie. Und wo, ja. Und wo kommt mit 60 Euro, mit 60 Euro auf der Binance, ja, können Sie mit Bitcoin, ja, mit, können Sie viel Geld verdienen? Wissen Sie, wie viel kostet Bitcoin heute? Keine Ahnung. Bitcoin-Preis, wie ist? Ein Bitcoin. Ja, keine Ahnung, irgendwas mit 55.000 Euro, ja, oder so. Bitcoin gibt fast 40.000 Euro, ja? 40.000 Dollar.
Ja, ein Bitcoin kostet 40.000 Euro. Und wenn Sie bei uns 60 Euro investieren möchten, ja? Was sehen Sie? Sie können viel Geld damit verdienen, das ist unmöglich. Na, unmöglich? Ja. Und ich verspreche nicht Ihnen, dass mit 250 Euro viel Geld profitieren kann, ja? Aber können Sie extra Geld bekommen? Und wo kommt das Geld her? Bitte? Wo kommt das Geld her? Sie bekommen dieses Geld auf Ihrem Handelskonto, ja? Auf unserer Website. Sie haben ein Konto bei uns, ja? Auf unserer Website heißt Investia Finance, ja? Und Sie bekommen dieses Geld auf Ihrem Handelskonto, ja? Sie investieren, ja? Dieses Geld auf Ihrem Handelskonto. Das ist nicht Zahlen, ja? Sie investieren und Sie haben Kontrolle über das Geld. Das ist wieder Ihr eigenes Geld, ja? Und ohne Ihre Erlaubnis machen wir gar nichts, ja? Na, und wo kommen die Gewinne her? Bitte? Die Frage war, wo die Gewinne herkommen. Okay. Sagen Sie mir bitte, Herr Waldeck, Sie bekommen, Express wird für Sie neue Programme eröffnen, ja? Wo können Sie Geld profitieren, ja? Unsere Zeit heißt Investia Finance, ja? Wo haben Sie Handelskonto und Sie können alles lesen, nachschauen, ja? Wie läuft dieser Prozess und wie es funktioniert, ja? Steigt die Preis von Bitcoin oder sinkt, ja? Sie können alles kontrollieren auf unserer Website, ja? Und außerdem, Sie bekommen von unserer Seite andere Programme, ja? Und Expert wird für Sie andere Programme einrichten, okay? Und wo können Sie Geld profitieren, ja? Und mit 250 Euro können Sie verschiedene Währungen kaufen, ja? Nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum, chinesische Coin, ja, diese Währungen hat zurzeit, ja, gerade große Potenziale, ja, womit können Sie Geld verdienen, ja, zum Beispiel mit 40 Euro können Sie Bitcoin kaufen, mit Resteteil können Sie chinesische Coin kaufen und andere Teil können Sie, ja, zum Beispiel Ethereum kaufen und andere Währungen, ja, Herr Schulmeier, okay? Herr Schimmeldonner, das ist ganz einfach, ja? Sie werden bei uns allein sein und haben Sie, bitte machen Sie gar keine Angst, okay? Alles wird für Sie gemacht. Automatische Trader und Experts, ja? Für Sie. Aber ja, ich habe Sie schon gesagt, ja? 250 Euro ist Mindeststaatskapital und von unserer Seite bekommen Sie Willkommenbonus, ja? Und womit, insgesamt können Sie Ihren Handelsprozess mit 325 Euro anfangen. Ja. Okay, Herr Schimmeldonner, was haben Sie schon entschieden? Ja, klingt ja erstmal ganz gut. Bei wem sind Sie denn, ich sage, klingt ja erstmal ganz gut. Bei wem sind Sie denn reguliert? Bitte, ich kann nicht gut hören, jetzt gibt es schlechte Akustik. Ja, Herr Schimmeldonner, Sie haben schon Erfahrung in diesem Bereich oder das ist ganz neu für Sie? Sie haben nie mit Krypto gehandelt, richtig? Nö, habe ich noch nicht gemacht, ne. Ja, okay, perfekt. Okay, Herr Schimmeldonner, haben Sie schon entschieden, möchten Sie bei uns Handelsprozess anfangen? Ja, klingt ja erstmal soweit ganz gut. Über wen sind Sie denn reguliert? Ich verstand. Ich sagte, das klingt erstmal ganz gut. Und dann noch eine Frage, über wen sind Sie denn reguliert? Okay, Herr Schimmeldonner, über alle Details, Experts, werden Sie Informationen geben, ja, Herr Schimmeldonner. Ich bin nur Kontoberaterin, ja, und meine Aufgabe ist es, Ihnen nur Ihr Konto aktivieren, ja, und weitere Informationen bekommen Sie von Ihrem persönlichen Finanzberater. Wenn Sie Konto aktivieren, ich werde an Ihrem Berater weiterleiten, okay, Herr Schimmeldonner? Ja, dann verbinden Sie mich bitte mal. Bitte? Ich sagte, dann verbinden Sie mich bitte. Jetzt ist unmöglich. Ja, Sie sollen Ihr Konto aktivieren, Herr Schimmeldonner. Ja, wenn Sie Ihr Konto aktivieren, ja, Sie werden zum Ihrem eigenen Finanzberater weiterleiten, ja. Das ist unsere Regel, ja. Mit Ihrem Expert können Sie in diesem Fall sprechen, wenn Sie haben schon ein aktives Konto.
Also kriege ich die Informationen, die ich brauche, um das seriös zu finden, erst nachdem ich Geld eingezahlt habe? Okay, was ist das, wenn ich für Sie wenig Geld, Herr Schimmeltoner? Haben Sie die Frage nicht verstanden? Okay, ich werde Sie Zugangsdaten per E-Mail schicken, ja, unsere Website-Link, und Sie können alles selber schauen, ja, wie es läuft und wie es funktioniert, ja, und ja, schlau lesen, ja, alle wichtigen Informationen. Ich sage, da steht ja nichts auf Ihrer Webseite. Ja, ich werde Sie per E-Mail schicken, ich überprüfe Ihre E-Mail-Adresse, okay? Nö, das klingt für mich nach Betrug, was ihr da macht. Ja, stimmt, Donna. Ich werde Sie per E-Mail unsere Website-Link schicken. Und ich werde Ja, ich bin doch schon auf der Webseite. Ich werde per E-Mail schicken, ganz kurz an der Linie. Ja, und ich werde Sie ja per E-Mail schicken. Ja, ich bin doch schon auf der Webseite. Auf welcher Webseite sind Sie? Na, irgendwas mit Finanzen. Unsere Website heißt Inertia Finance. Ja, genau. Ja, da bin ich ja drauf. Und ja, und machen Sie bitte einloggen, drücken Sie bitte einloggen. Ich bin doch eingeloggt. Ja, Schimmeldonner. Ja, wie war Ihr Name? Bitte schön? Wie war denn Ihr Name? Name? Ja. Meine, oder? Ja. Mein Name ist Martha Rich. Aha. Hießen Sie nicht mal Gabi Winter? Ja, Schimmeldonner, was meinen Sie? Ja, Ihr Name war doch vor kurzem noch Gabi Winter. Nein, mein Name ist Martha Rich. Oder Lola. Lola hieß du, glaube ich, auch schon mal. Okay, Sie haben schon mit jemand gesprochen? Ne, mit dir. Du hieß doch schon mal Lola, oder nicht? Nein, mein Name ist Martha Rich. Nein, Sie haben andere Plattform bekommen, ja. Mein Name ist Martha Rich. Ach so. Ja. Hübsch. Herr Schimmeldonner, mein Name ist Martha Rich. Ja. Und ich werde Sie per E-Mail unsere Website-Link schicken, okay? Ja. Und dann? Moment, und Sie können alles selber nachschauen. Ja. Ihre E-Mail ist hartmut.schimmeldonner@gmx.de, richtig? Ja, Schimmeldonner, genau. Okay, Moment. Okay, aktualisieren bitte Ihre E-Mail-Adresse und ich habe Sie schon unsere Website-Link geschickt. Ich gucke mal. Ich logge mich mal ein bei meinem E-Mail-Postfach. Sie sollen das von Martha Rich bekommen. Ja. Aber Ihre, aber das Sie haben eine andere E-Mail-Adresse, ganz kurz. Ich habe eine andere? Nee. Ihre E-Mail ist hartmut@schimmeldonner@gmx.de. Ja, genau. Aber es funktioniert im Moment, ganz Warum gut. Nicht? Ich würde sie nochmal probieren. Ganz gut, ich werde Sie per E-Mail schreiben. Ja, wir telefonieren ja erst 25 Minuten. Ich habe Zeit. Moment. Okay. Ja, ich habe sie schon geschickt. Was denn? Aktualisieren Sie die E-Mail-Adresse. Ach so, die E-Mail, ja. Also,
Dann muss ich mal mich in meinem E-Mail-Postfach anmelden. Ja, und ich werde für Sie einmaliges Passwort erstellen. Geht auch ein zweimaliges? Einmaliges Passwort. Ah, okay. Okay, Moment. Okay, ich habe für Sie einmaliges Passwort erstellt, ja, das ist großes A, kleines A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das soll ich jetzt bei meiner E-Mail eingeben, oder wo? Ja, Sie sollen Ihre E-Mail-Adresse eingeben und dann Passwort. Ja. Ja, großes A, kleines B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Steht Login fehlgeschlagen. Ja. Haben Sie schon reingelegt? Ja, habe ich reingelegt. Und da steht Login fehlgeschlagen. Okay, Mom. Aber eigentlich ist ja das Passwort von meiner E-Mail ein ganz anderes. Bitte schön? Ich sage, eigentlich ist doch aber das Passwort von meiner E-Mail-Adresse ein ganz anderes. Ihre E-Mail-Adresse ist, Moment. Hartmutschmetallot.gmxt, ja? Haben Sie geöffnet, ja? Diese Website-Link und Sie sollen Ihre E-Mail-Adresse und Passwort, ja? Einmaliges Passwort schreiben. Ja. Da steht Login fehlgeschlagen. Kaputt. Geht nicht. Herr Schimmeldonner, haben Sie schon reingeloggt? Okay, ich werde Sie alle Zugangsdaten okay, per E-Mail schicken, ganz kurz. Noch einmal. Ganz kurz. Okay, ich habe Sie Zugangsdaten geschickt, ja? Wo steht Ihre Benutzername, Ihre einmaliges Passwort, ja? Und unsere Website-Link. Ja, und dann? Ja, und öffnen Sie bitte diese diese Link und schreiben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse und Passwort, ja? Und drücken Sie bitte einloggen. Und welches Passwort soll ich da jetzt nehmen bei der E-Mail-Adresse? Da, kleines B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich probiere es nochmal. Okay, großes A, kleines B. Nee, da steht Login fehlgeschlagen. Okay, Moment, ich werde Sie nochmal, ganz gut. Lassen Sie sich ruhig Zeit, wenn Sie neu sind. Das ist ja nicht so schlimm, jeder fängt mal an. Okay, Moment, es war Fehler, großes A, kleines A.
Okay, schreiben Sie bitte noch einmal großes A, kleines B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, Moment. Ja? Ja, dann steht da Login fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen, oder? Ja. Sie, haben Sie Ihre E-Mail richtig auf, richtig geschrieben? Schreiben Sie mit, kleinen Buchstaben. Ja, aber wie gesagt, normalerweise nehme ich ja für mein E-Mail-Login ein ganz anderes Passwort. Ja, Schimmeldonna, ja, auf unserer Website, ich habe für Sie einmaliges Passwort erstellt, ja, und ich habe Sie Benutzernamen geschickt. Okay, okay. Ich überprüfe, ob es funktioniert, ja, von meiner Seite ganz kurz. Ja. Moment. Hallo, hier lieber noch. Ja, ich habe mal wir haben mit dir schon gesprochen. Also, okay, also, wir haben sowieso Termin. Das ist ein und das Zwischenzeit, wenn Sie schaffen, also, du musst dann doch. So, wenn Sie das mal ausschauen. Okay, hier Schimmeldonna, Sie sollen Ihre E-Mail ohne Umlaut schreiben, ja, und es funktioniert. Ja, die E-Mail-Adresse ist ja richtig, da weiß ich, wie man die schreibt, aber das Passwort ja, und dann ist doch normalerweise ein anderes, groß, okay, nehme. Ihre Passwort ist großes A, kleines B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Großes A, kleines B. Ja, habe ich. Und dann? Große, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, nochmal langsam, dass ich das nicht falsch tippe. Okay, okay. Großes A, kleines B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ging jetzt ein bisschen schnell. Was kam nach der 2? 2, 3, dann kommt 3. Ach ja, und nach der 3? Ja, 4. Okay, und dann? 5. Ja, habe ich, und dann? 6. Okay, und dann? Fertig. Wahnsinn, fertig. Okay, habe ich geschrieben, ja? Ja, und wo können Sie bitte einloggen? Na, bei mir steht nur Enter. Ist Sie noch den Enter? Nee, ich versuche mich doch in mein E-Mail-Postfach einzulocken. Nein, okay. Herr Schimmeldorfer, ich habe Sie unsere Website-Link geschickt. Wo können Sie reinloggen, ja? Mit Ihrer Benutzername, mit Ihrer E-Mail-Adresse und mit Ihrem Passwort. Ach so, aber vorher haben Sie gesagt, ich soll mich in meinem E-Mail-Postfach einloggen. Da gebe ich die ganze Zeit jetzt Ihr Passwort ein. Na, okay. Okay. Sie können nicht auf E-Mail-Adresse reinloggen? Na, mit dem Passwort, was Sie mir geben, nicht, nein. Ach so, alles klar, okay. Okay, Herr Schimmeldonna, benutzen Sie unter dieser Nummer WhatsApp? Was für ein Ding? Unter dieser Nummer benutzen Sie WhatsApp? Was ist das? WhatsApp-Applikation. Was macht man damit? Okay, hier Schimmeldonna, ja? Ich verliere bei Ihnen viel Zeit. Ja, sagen Sie mir bitte, möchten Sie bei uns Handelsprozess anfangen oder nicht? Ja, natürlich. Ja, und was ist Ihre gewünschte Summe? Womit möchten Sie Ihre Transaktion aktivieren? Was ging dann nochmal? Ich glaube, 50 Euro wollten wir machen, ne? Nein, 40 Euro, mit 40 Euro ist unmöglich. Mindestens das Kapital bei uns ist 250 Euro. Wenn Sie gar keine 250 Euro haben, wir sollen diese Gesprächsstelle beenden, okay? Ach so, ja, nee, ich kann auf jeden Fall mehr. Wie viel kann man denn maximal bei Ihnen einzahlen? Maximal bei uns ist 1000 Euro, ja? Mindestens das Kapital ist 250 Euro. 300.000 Euro maximal. Oder? Nein, 1000 Euro. Für Kontoaktivierung können Sie
240 Euro investieren, 500 Euro investieren, 1000 Euro investieren. Ja. Okay, Herr Schimmeldonner. Herr Schimmeldonner, sagen Sie mir bitte, ja, ich habe viele Kunden und ich habe keine viel Zeit, ja, mit Ihnen zu reden, ja. Zuerst, sagen Sie mir bitte, möchten Sie bei uns Handelsprozess anfangen? Ich werde Sie Zahlungsmethode schicken, womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen, ja? Sagen Sie mir bitte, wenn Sie möchten nicht das, ja, ich soll diese Gespräch beenden, ja, schneller, okay? Ja, natürlich will ich da bei euch Geld reinstecken. Was ist Ihre gewünschte Summe? Sagen Sie mir bitte. Na, wie viel ist denn am besten? Am Anfang, ich empfehle Ihnen mit Investorstaatskapital beginnen, mit 250 Euro. Ach so, aber mehr darf ich erstmal nicht, oder wie? Bitte? Mehr darf ich erstmal nicht, oder wie? Ja, natürlich, Sie können mehr investieren, das ist Ihre Gewinn, ja. Aber darüber können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater sprechen, ja. Aber für Kontoaktivierung können Sie 250 Euro oder 500 oder 1000 Euro investieren. Ach so, ja. Bitte? Hey, okay, hier Schimmeldonner, ich rede mit Ihnen fast 40 Minuten, ja? Und sagen Sie bitte, haben Sie schon entschieden, womit möchten Sie Ihre Handelskonto aktivieren? Ja, natürlich, ja. Klingt gut. Sagen Sie mir bitte das. Ja. Oder was soll ich sagen jetzt? Okay, ich bin Kontoberaterin. Wenn Sie bei uns Konto aktivieren möchten, Ich werde Ihnen helfen und zeige Ihnen, ja, wie Sie können Ihre Transaktion aktivieren. Wenn Sie möchten, das ist, ich muss dieses Gespräch schnell beenden. Ja, aber ich nehme das. Bitte? Ja, ich mach das. Was machen Sie das? Na, so wie Sie das sagen, mache ich das. Okay, was ist Ihre gewünschte Summe? Sagen Sie mir das. Ich nehme 500. Okay, 500. Okay, hier Schimmeldonner, welches Kreditkarte benutzen Sie? Visa oder Masterkarte oder benutzen Sie Online-Banking? Ich habe eine Dongxuang-Karte, geht die auch? Bitte? Ich sagte, ich habe eine Dongxuang-Karte, geht die auch? Nein, haben Sie Visa oder Masterkarte? Warten Sie mal, ich guck mal, was da draufsteht auf der Karte. Da muss ich mal ans Portemonnaie, weil die braucht man ja so selten. Ja, bitte. Da gehe ich mal gucken. So, Moment. Da steht Visa drauf. Visa, okay. Sie können mit Visa-Karte Ihre Konto aktivieren, ja? Das ist gar kein Problem. Ja. Okay, Herr Schimmeldonner, damit können, wenn Sie, ja, Sie benutzen diese Visa-Karte oft, ja? Damit machen Sie Transaktionen, ja? Oft vielleicht. Und auf Ihrer Visa-Karte ist 3 Sicherheitsnummer Code aktiviert, richtig? Was ist das? Okay, 3 Sicherheitscode, damit Sie Ihre Transaktion Geld überweisen, ja? Ja. Benutzen Sie diese Visa-Karte, ja? Offen. Die habe ich schon mal benutzt, ja. Okay, und auf diese Visa-Karte gehört auf jeden Fall Ihnen, ja, richtig? Sie sind Besitzer, ja, von Ihrer Visa-Karte? Ich sag mal ja. Okay, perfekt. Herr Schimmeldonner, ja, ich werde Sie per E-Mail eine einmalige Zahlungsmethode schicken, okay? Womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen? Okay? Ja. Okay. Moment. Ganz kurz an der Linie. Thank you.
Sie machen das ganz prima. Okay. Ich habe Sie Zahlungsmethode geschickt, per E-Mail. Ja. Haben Sie, öffnen Sie bitte diese E-Mail-Adresse. Sie sollen diese E-Mail von Matarich bekommen. Also mache ich jetzt das E-Mail-Postfach erstmal auf. Bitte? Ich sagte, dann mache ich jetzt das E-Mail-Postfach auf, ja? Ja. Da gebe ich aber jetzt nicht Ihr Passwort ein, sondern meins, ja? Okay, Herr Schimmeldorfer, ja, wenn Sie können nicht Ihre Passwort erinnern, ja, wir werden diese Transaktion von unserer Seite durchführen. Ob es möglich für Sie? Na, die Frage war ja, da packe ich jetzt mein Passwort rein, nicht Ihres, ne? Das andere sonst. Ja, Ihre Passwort, Ihre ja. Passwort, ja? Moment. Dann mache ich das schnell. Kleinen Moment. Da muss ich mal gucken, weil das habe ich mir aufgeschrieben. Okay. So, jetzt bin ich da eingeloggt und okay. Jetzt muss ich erstmal die E-Mails runterladen. Da ist noch nichts da von Ihnen. Wie heißt die E-Mail-Adresse, mit der Sie das geschrieben haben? Martha Rich. Ich guck mal nochmal. Nee, da ist keine E-Mail-Adresse gekommen. Bitte?
Da ist nichts gekommen. Ich habe sie schon geschickt. Schimmeldonner, ja? Ja. Ihre E-Mail ist schon gesendet. Okay, Herr Schimmeldonner, ja, wir können anders machen, ja? Sagen Sie mir, wir können diese Transaktion von unserer Seite durchführen, ja? Sie haben mir gesagt, dass Sie benutzen Visa-Karte, richtig? Ja. Ja, und Sie, vielleicht, Sie bekommen, wenn Sie Transaktionen machen, ja, vielleicht bekommen Sie den Code in Ihrem Handy, ja, womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen, richtig? Ja. Okay, dann Herr Schimmeldonner, ja, sagen Sie mir bitte, auf Ihrem Visa-Karte steht sechsstellige Nummer, ja? Ja. Und diktieren Sie mir bitte und wir werden diese Transaktion von unserer Seite durchführen, ja? Und den Code, Sicherheitscode bekommen Sie in Ihrem Handy, ja? Und Sie sollen diese Transaktion bestätigen, okay? Ja, also dann muss ich das mit dem Link da in der E-Mail nicht mehr machen, ne? Okay, ich habe Sie schon E-Mail geschickt, ja, aber Sie können nicht, ja, mein E-Mail finden. Ja, genau. Ja, okay, ich werde Sie nochmal schicken, Moment. Ja. Okay. Okay, nochmal bitte aktualisieren Ihre E-Mail und sagen Sie mir bitte, ob Sie das bekommen. Ja, kleinen Moment, ich bin gerade auf Toilette. Moment, ich gehe gleich an den Computer. Ist das jetzt am Computer? Ich war gerade kurz auf Toilette, Moment. Okay. Okay. Herr Schimmeldonner, sagen Sie mir, diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ich habe das falsch geschrieben. Etwas, ja? Weil Ihre E-Mail-Adresse... ist falsch, ja, bei uns. Warum? Ich habe keine Ahnung. Moment, ich wasche mir gerade die Hände. Herr Schimmeldorf, wir versuchen von unserer Seite, ja? Ja. Wenn es mochten, das ist gar kein Problem, ja? Und wir werden gar keine Zeit verlieren, okay? Ja, sehr gerne. Okay, dann sagen Sie mir bitte, ja? Auf Ihrem Visa-Karte steht sechsstellige Nummer und diktieren Sie mir bitte und wir werden diese Transaktion von unserer Seite durchzuführen, ja? Sie sind abgesichert von Ihrer Bank und Sie bekommen Sicherheitsnummer in Ihrem Handy, ja? Und Sie sollen diese Transaktion von Ihrer Seite bestätigen, okay? Ja, das kann ich machen. Okay, dann. Ja, okay. Und sagen Sie mir bitte, diktieren Sie mir bitte das. Ja, warten Sie, dann hole ich meine Karte jetzt nochmal. Ja, bitte. Weil jetzt war ich in die falsche Richtung unterwegs zum Computer. Moment. Dann ja. Muss ich wieder an meine Tasche gehen. Ja. Brauchen wir die Nummer denn heute noch öfters? Weil dann nehme ich die Karte gleich mit. Ja, auf der Ihre Kreditkarte, ja, steht sechsstellige Nummer, ja? Und Sie sollen diese Ziffer diktieren mir, okay? Ja. Okay, und diktieren Sie mir bitte das. Ja, Moment. Ich bin gleich bei meiner Karte. Ja, bitte. Sie haben Visa-Karte und diese Karte gehört auf jeden Fall Ihnen, ja? Die ja. Ist andere Person. Das ist ja wichtig. Ja. Ja. Ja, gestern meine Kundin hat die Karte von ihrer Frau benutzt, ja? Und in diesem Fall, das ist verboten, ja? Ja, das ist ungezogen. Ja. So, wie viele Zahlen stehen da drauf? Bitte? Wie viele Zahlen muss ich da vorlesen? Sie haben mir gesagt, dass Sie mochten mit 500 oder mit 250. Was ist Ihre gewünschte Summe? Ja, mit 500. 500. Okay, auf Ihrem Kreditkarte, ja, steht sechsstellige Nummer, ja, vollständige Nummer, ja, sechsstellige Nummer. Und diktieren Sie mir bitte das. Warten Sie, da muss ich mal gucken, ob das 16 sind. 1, ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, das passt. Und die Nummer, okay. Die Nummer muss ich dann vorlesen, ja?
Ja, natürlich. Okay, warten Sie, dann sage ich Ihnen die an. Das ist dann die 414-434-233. Okay. Ja. Bitte, bitte langsam, ja? Okay. Ach so. 4, mhm. Dann? Also eine 4, ja? Die haben Sie, ja? Ja. Hm. Ja. Dann? Achtung, aufpassen, jetzt kommt eine 1. 1? Ja, haben Sie? Ja, 41, okay. Habe ich schon geschrieben. Ja, dann Achtung, wieder aufpassen, jetzt kommt die nächste Zahl. Das ist dann eine 4. 4, ja? 414, richtig? Ja, genau. Mhm. Okay, dann? Ja, so, dann kommt die nächste Zahl. Das ist dann noch eine 4. Okay. Ja, kann ich schon die nächste Zahl sagen? Ja, bitte. Ja, dann kommt die 3. Okay, dann? Ja, die nächste Zahl wäre dann eine 4. Wieder 4? Ja, dann kann ich schon die nächste Zahl sagen? Ja. Ja, dann kommt eine 2. Okay. Mhm. So, Vorsicht, jetzt kommt die nächste Zahl. Das ist dann eine 3. Okay. Ja. Kann ich die nächste? Ja. Ja, dann nochmal eine 3. Okay. Ja, die nächste Zahl ist dann eine 8. Okay. Mhm. Und die nächste ist dann eine 4. Okay. Haben Sie, ja? Ja. Ja, dann kommt eine 0. 0? Ja. Okay. Ja, dann als nächste Zahl kommt dann eine 3. Okay. Ja, die haben Sie auch, ja? Ja. Ja, als nächstes kommt dann eine 2. Okay. Mhm. So, die vorletzte Zahl ist dann eine 4. Eine 4, okay. Ja, und die allerletzte Zahl, das ist dann noch eine 4. Okay, okay. Bitte noch einmal wiederholen und ich überprüfe, okay? Ja, also soll ich nochmal die ganze Nummer sagen, ja? Ja, bitte. Ja, als erste Zahl kommt eine 1, eine 4, so rum. Okay. Ja, und als nächste Zahl kommt dann eine 1. Ja. Ja, dann kommt eine 4. Yes. Ja, dann als nächste Zahl kommt dann wieder eine 4. Okay. Ja, jetzt haben wir eine 3 als nächste Zahl. Okay, dann. Ja, die nächste Zahl, die hier in der Zahlenkette drin ist, das ist dann wieder eine 4. Okay. Ja, dann sind wir auch schon fast in der Mitte, aber auch nur fast, da ist dann die 2. Okay. Ja, jetzt kommt die goldene Mitte mit der 3-3. Okay, 2 mal 3, richtig? Ja, genau. Okay. Und als nächstes kommt dann eine 8. Okay. Ja, die nächste Zahl wäre dann eine 4. Okay. Mhm. Die nächste Zahl ist dann eine 0. Okay. Ja, und die nächste Zahl ist eine 3. Okay. Ja, die nächste Zahl ist dann eine 2. Okay. Aha. Und dann haben wir eine 4. Okay. Ja. Und die allerletzte Zahl ist dann noch eine 4. Okay. Ja. Haben Sie das richtig so aufgeschrieben? Ja, ich habe richtig aufgeschrieben. Das okay, haben Sie prima gemacht. Ich brauche von Ihnen Ablaufsdatum. Ja. Das Verfallsdatum. Ja. Ja. Ja, Gültigkeit, ja, Ablaufsdatum. Ja. Ja. Das ist dann, warten Sie. Wo steht das? Auf Ihrem Kreditkarte steht das, ja? Ablaufsdatum, Gültigkeit, Ziffer, ja? Ach, da steht was, genau. Mhm. Ja. Da ist Mai 23. Bitte? Mai 23. Diktieren Sie mir bitte Ziffer, okay? Ja, als erstes kommt da eine 0. 0? Ja. Dann? Dann kommt eine 5. 5? Ja, vorsichtig, jetzt kommt ein Schrägstrich. Okay. Ja, als nächste Zahl eine 2. 2? Dann kommt eine 0. 2, 0? Ja, dann kommt noch eine 2. Okay. Und eine 3. Okay. Und auf der Rückseite steht dreistellige Nummer, ja? Aber CVV... 347. Moment, bitte? Was denn? Und Rückseite steht dreistellige Nummer. So, diktieren Sie mir bitte das? Ja, das ist 347. Okay.
347, ja? Mhm. Okay. Bleiben Sie bitte an der Linie. Sie werden den Code in Ihrem Handy bekommen, okay? Und Sie sollen diese Transaktion bestätigen, ja, von Ihrem Seite. Muss ich Ihnen den Code dann geben? Moment. In Ihrem Handy. Ja, Sie benutzen diese Visa-Karte, ja? Damit kaufen Sie etwas vielleicht, richtig? Ja, damit kaufe ich was. Wenn Sie etwas kaufen, ja, vielleicht Sie bekommen den Code oder loggen Sie bitte in Ihrem Online-Bank. Und was machen Sie, wenn Sie Geld einzahlen? Mit Ihrem Visa-Karte. Was ich dann mache? Ja. Ja, die Sachen Sie nehmen und bekommen gehen. Vielleicht Code, richtig? Wie bitte? Vielleicht Sie bekommen den Code in Ihrem Handy. Ja, ja, da kommt dann so ein Code, ja? Ja, okay, Moment. Ganz kurz. Okay, wir werden von unserer Seite durchführen. Moment, es dauert ein paar Minuten. Okay, auf Ihrem Kreditkarte unbedingt haben Sie 500 Euro, richtig? Ja, das ist ja eine Kreditkarte, die bucht ja dann bei meinem Konto ab. Ja, okay, Moment. Mhm. Okay. Okay, bleiben Sie bitte ganz kurz an der Linie, Moment. Natürlich. Legen Sie bitte nichts auf, Sie bekommen... Mhm, ich kann warten. Okay, ganz kurz. Okay, ganz kurz. Okay, es dauert ein paar Minuten. Okay, welche Kreditkarte ist das? Schimmel. Das ist meine. Okay, welche Bank ist das? Den Banknamen habe ich jetzt nicht im Kopf. Okay. Braucht man ja nicht so oft. Sehen Sie das da nicht? Das steht doch eigentlich immer da. Moment. Okay, diktieren Sie bitte Ihre E-Mail, Ihre aktuelle Adresse, ja, wo wohnen Sie, okay? Was meinen Sie? Ihre Adresse, ja, Ihre aktuelle Adresse, ich brauche von Ihnen Zeit. Ach so, das ist die Braunschweiger Straße 77. Okay, Moment, okay. Braunschweiger Straße 77, richtig? Ja. Okay, wo liegt das? Das ist in Berlin. Ah, Berlin, okay. Mhm.
Resümee habe ich per Postleitzahl, okay? 12055. Moment. Hm. Okay, Herr Schimmel-Donner, was ist jetzt die Motivation, warum haben Sie sich bei uns registriert? Zum Geld verdienen. Ja, natürlich. Okay, und Sie werden große Unterstützung von unserer Seite bekommen, ja? Mhm. Okay. Was machen Sie von Beruf? Haben Sie mit Finanzen zu tun oder sind Sie in einem ganz anderen Bereich, Herr Schimmel-Donner? Nee, da bin ich in einem ganz anderen Bereich. Okay, darf ich Ihnen fragen, was machen Sie genau? Was ich beruflich genau mache? Ja, genau. Ja, da bin ich ausgebildeter Haferflockenspalter. Bitte schön, noch einmal, Hafer? Ausgebildeter Haferflockenspalter. Haferflockenspalter? Ja. Okay, ja, ich kenne nicht diesen Beruf. Okay, was machen Sie hier genau? Da spalte ich Haferflocken. Ah, ach so. Okay. Mhm. Und arbeiten jetzt, ja? Na, jetzt gerade nicht. Jetzt telefoniere ich ja mit Ihnen. Ah, nein. Ja, wie alt sind Sie? Ich habe vergessen, Ihre... Schimmel-Donner, ja? Schimmel-Donner, sind Sie über 18 Jahre, richtig? Ja, ja, na klar. Okay, wie alt sind Sie? 29. 29, okay. Mhm. Okay, hallo, ich bin da, Moment. Mhm. Okay, leider jetzt nicht, ja? Ja, Schimmel-Donner, deswegen... Warum? Sie können das von Ihrem Seite machen, ja? Ich weiß nicht, ja? Okay, können Sie das von Ihrem Seite machen? Ich kann das auch machen, ja. Wie soll ich das machen? Okay, und ich würde Sie Link schicken, ja? Aber diktieren Sie mir bitte ganz genau Ihre E-Mail-Adresse, ja? Sie haben bei uns falsche E-Mail-Adresse hintergelassen, ja? Ich hab schon nicht gesendet, ja? Und deswegen diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse und ich werde Sie Zahlungsmethode per E-Mail schicken, okay? Ja, was haben Sie da aktuell für eine E-Mail-Adresse? Ich brauche Ihre E-Mail-Adresse. Welche steht da bei Ihnen? Okay, ich diktiere meine E-Mail-Adresse, okay? Nicht meine, welche da von mir bei Ihnen steht. Bei mir steht hartmut.schimmel-donner@gmx.de. Ja. Aber wenn nicht, dann nehmen Sie mal, dann machen Sie mal hinter dem Ad was anderes hin. Da habe ich noch einen anderen E-Mail-Dienstleister. Okay, haben Sie andere E-Mail-Adresse? Also habe ich auch noch, ja. Diktieren Sie mir bitte diese E-Mail-Adresse. Ja, soll ich die komplett vorlesen? Bitte buchstabieren, ja, das ist besser für mich, okay? Ja, also als erstes kommt dann ein H wie, Heinrich. Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Dann kommt ein A wie, Anton? Ja, genau. Dann kommt ein R wie, Urs? Ja, genau. Dann kommt ein T. Theodor? Theodor Fall, ja. Dann kommt ein M. M wie Martha. Ja, genau, zum Beispiel. Dann kommt ein U. U wie Ulrich. Ja, genau, das kann man machen. Dann ein D. D? Ja. D wie Dora, vielleicht? Ja, genau. Dann ein Punkt. Ein Punkt, okay. Genau, aber da dann das Satzzeichen, nicht den Buchstaben. Okay. Ja, dann ein S. Dann kommt Minus oder Hartmut Punkt, dann? Ja, dann kommt ein S. S? Ja. S wie Siegfried? Ja, genau. Dann, okay. Dann kommt ein C.
Cherry Caesar? Ja, genau. Dann ein H. H wie Heinrich? Ja, oder Hartmut. Okay. Ja, dann kommt ein I. I wie Ida. Mhm, genau, zum Beispiel. Dann kommt ein M. M wie Martha. Ja, dann kommt noch ein M. M wie Martha, okay. Mhm. Dann kommt ein E. E wie Emil. Ja, genau. Dann kommt ein L. Noch einmal E wie Emil. Nee, nach dem E kommt ein L. L wie Ludwig. Ja, genau, zum Beispiel. Okay. Dann kommt ein D. Der wie Dora. Mhm. Dann kommt ein O. Also kein Ö, sondern ein O. O wie Otto, vielleicht, ja? Ja. Mhm. Ja. Dann kommt... Nicht ohne Umlaut, ja? O. Ja, genau. Also nur ein O. Dann kommt dann kommt ein E. E wie Emmy. Mhm. Dann ein N. N wie Notfall. Ja. Ein E. E wie Emil. Ja, dann kommt ein R. E wie Rudolf. Ja, genau. Mhm. Und okay, mit kleinen Buchstaben, oder? Ja, genau. Mhm. Okay. Nee, das bei Schimmeldöner, das zweite M wird da groß geschrieben. Groß geschrieben, welche Buchstabe? Na, das zweite M, also bei Schimmeldöner. Ah, okay. Mit großer Buchstabe, okay. Mhm. Und dann kommt ein Ad-Zeichen nachher, dann nach dem R? Ad? Ja. Okay. Haben Sie das Zeichen? Ja, Gmail, okay. Ad? Nee, nur Ad, nicht Gmail. Okay, Ad? Ja, dann kommt ein M. M? Ja, dann kommt ein D. Haben Sie? Hallo? Okay, dann HM, M wie Martha. Ja, dann kommt ein D. D wie Dora. Ja. Dann kommt ein Bindestrich. Bitte? Ein Bindestrich. Okay, Moment. Moment. Ganz kurz. Okay, dann? Ja, haben Sie das Bindestrich, ja? Ja. Ja. Dann kommt danach ein F. F wie Fahrrad, oder? Ja, genau. Okay. Mhm. Dann kommt ein R. R wie Rudolf, oder? Ja. Haben Sie? Ja. Ja. Dann kommt ein O. O? Haben Sie, ja? O wie Otto. Ja, genau. Dann kommt ein T wie Theodor Fall. Ja, dann kommt ein S. S wie Fahrrad, ja? Nee, ein S. Bitte? Ein S. S wie S. Ein S wie Schlampe. Ah, Schlampe, okay. Genau. Dann kommt ein... Moment. Jetzt muss ich gucken, wo ich war. S wie Schlampe, richtig? Ein S, genau. Ja. Genau. Dann ein C. Heavy Taser. Ja, genau. Mhm. Okay. Dann ein H. H wie Heinrich. Genau. Ein U. U wie Ulrich. Ja. Dann ein T wie Theodor, Fall. Okay. Ein Z. Z? Nee. Okay, Z wie Zorro, ja? Ja, wie die Cola. Wie die Cola. Heavy Taser, richtig? Okay. Nee, ein Z. Wie die Cola Zero. Cola Zero, ja, okay. Ja, okay. Also ein Z, ne? Ja. Ja. Dann kommt ein Bindestrich. Okay. Haben Sie? Ja. Dann kommt ein W. Okay. Ein E. Okay. Ein I. I wie Ida. Ja. Dann kommt ein N. N? Ja, haben Sie, ja? Ja. Dann, N wie Nordpol. Ja, genau. Und dann wieder ein Bindestrich. Okay. Dann kommt ein Vogel-V. Moment. Vogel-V, richtig? Ein V, ja. Wie Vogel. Okay. Wie Vogel, okay. Ja. Mhm. Dann kommt ein E. E wie Emil? Ja.
Dann kommt okay. dann kommt ein R. Okay. Also ein R wie Rudolf. Okay. Ja. Okay. Dann ein K. Okay. Ein O. Okay. Ein S. Okay. Ein T. Okay. Ein E. E wie Emil. Ja. Und dann ein R. A. Ein R. R. Mhm. Ja. Das ist Ihre E-Mail? Ja, und dann kommt Punkt. Punkt? Ja, C-O. Okay, Cervi Cesar Lovioto. Mhm, genau. Okay, Moment. Unter dieser Nummer, benutzen Sie WhatsApp-Applikation? Nee. Okay, haben Sie gar keine WhatsApp? Nee, das habe ich nicht. Okay. Wollen Sie die E-Mail-Adresse zur Sicherheit nochmal sagen? Okay, Moment, ich versuche Link schicken für Moment. Okay, Ihre E-Mail-Adresse ist hartmut.schimmeldona@mvmarta.devidora-. Da war, glaube ich, am Anfang schon ein Fehler. Also ein H, ein A, ein R, ein T, ein M, ein U, ein D, ja? Moment. H wie Heinrich, A wie Anton, R wie Rudolf, T wie Theodor, M wie Martha, U wie Ulrich, D wie Dora, Punkt, S wie Siegfried, C wie Cäsar, H wie Heinrich, I wie Ida, M wie Martha, großes M, E wie Emil, L wie Ludwig, D wie Dora, O wie Otto, E wie Emil, N wie Notfall, E wie Emil, L wie Rudolf, et, M wie Martha, D wie Dora, minus, ja. F wie Fahrrad, R wie Rudolf, O wie Otto, T wie Theodor, S wie Siegfried, C wie Cäsar, H wie Heinrich, U wie Ulrich, T wie Theodor, Z wie Zorro, Cola, Zero, ja? Minus Wein, Wein, minus F, Benera ist Kochwerk, E wie Emil, L wie Rudolf, K wie Kaufmann, O wie Otto, F wie Fahrrad, T wie Theodor. Okay, Moment. Verkoster, nicht Verkofter, Verkoster mit S. Mit S, okay, Moment. Ja. Moment. Okay. Verkoster, ja? Ja. Okay, Moment. Okay. Okay, öffnen Sie bitte, aktualisieren Sie Ihre E-Mail-Adresse, vielleicht haben Sie, Ja, warten Sie, dann muss ich mich da auch mal einloggen. Moment, ich bin ja jetzt noch bei dem anderen Postfach drin. Aber vielleicht, okay, ich werde Sie meine E-Mail-Adresse diktieren, okay? Und Sie können mir einfach Hallo schicken, okay? Ja. Ich habe, okay, ganz kurz, und ich werde Sie diktieren. Meine E-Mail-Adresse ist M wie Martha, A wie Anton, ja. Rudolf, ja. T wie Theodor, ja. A wie Anton, Punkt. R wie Rudolf. Ja. I wie Ida. Ja. C wie Cäsar. H wie Heinrich. Ja. Dann kommt H. I wie Ida. N wie Nordpol. Ja. Wie Emil. R wie Rudolf. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. A wie Anton. Ja. F wie Fahrrad. Aha. I wie Ida. Ja. N wie Notfall. Ja. A wie Anton. N wie Notfall. C wie Cäsar. Ja. E wie Emil. Punkt. Ja. C wie Cäsar. Ja. O wie Anton. Okay. Okay. Und schicken Sie mir bitte einfach, Hallo, und ich werde Sie Website und Zahlungsmethode schicken, okay? Ja.
Okay. So. Ach, jetzt habe ich Ihre E-Mail-Adresse rausgelöscht. Ach Mensch, dann müssen wir sich die nochmal aufschreiben. Okay. Warten Sie. Abi Anton. Moment, nicht so schnell. Ich schreibe jetzt nochmal auf. Ein A. Haben Sie M wie Martha, A wie Anton geschrieben, richtig? Wollen Sie ein M, ein A, ja? Okay, R wie Rudolf. Ein R. T wie Theodor. Ein T. A wie Anton. Ein A. Haben Sie Martha geschrieben, ja? Ja. Punkt. Ja. R wie Richard. Ja. I wie Ida. Ja. C wie Cäsar. Ja. H wie Heinrich. Ja. Edge. Ein Edge, Moment, ja. I wie Ida. Ein I, N wie Nordpol. Ein M, ja. N wie Nordpol. Ach so, ja, Okay, E wie Emil. Ja. R wie Rudolf. Ja. H wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. A wie Anton. Ja. F wie Fahrrad. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. C wie Cäsar. E? Emil? Wie Emil? Moment, also nach dem C kommt ein E, ja? Ja. Ja. Richtig. Dann kommt Punkt. Ja, hab ich. Okay. Was haben Sie geschrieben? Martha.Risch, also okay. Oder Rich oder Rich oder wie auch immer. Ja, Rich, ja. Ja. Punkt, Ed. Also Ed und dann Intertia. Inertia Finanzia, ja? I wie Ida, L wie Knopfel, E wie Eni. Ja. R wie Rudolf. Ja. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Ja. A wie Anton. Ja. F wie Fahrrad. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. C wie Cäsar. Ja. Emil. Ja. Punkt. Ja. C wie Cäsar, O wie Otto. Ja, okay. Okay. Und schicken Sie mir bitte Hallo, ja, einfach. Ja, warten Sie, ich habe mir die jetzt extra in ein anderes Fenster geschrieben, damit die nicht wieder weg ist aus Versehen. So, dann gehe ich jetzt auf Schreiben. Ja. So. Ich schicke dann nochmal von einer anderen E-Mail-Adresse jetzt. So, dann. Okay, das ist gar kein Problem. Hallo. Okay, habe ich, ja? Habe ich abgesendet. Ich aktualisiere meine E-Mail-Adresse. Ja. Ja, ich habe das bekommen. Und ich werde ihr gerade Zahlungsmethode schicken. Moment. Ja. Info. Okay, das ist Ihre E-Mail. Okay, Moment. Okay. Ganz kurz. Okay. Aktualisieren bitte Ihre E-Mail. Ich habe Sie schon Zahlungsmethode, einmalige Zahlungsmethode geschickt und sitzen Sie jetzt am Computer, richtig? Ja. Okay. Und in Google Chrome, öffnen Sie bitte diesen Link, diese Zahlungsmethode. Haben Sie das bekommen, richtig? Noch nicht. Ah ja, jetzt ist es gekommen, ja. Ja. So. Ja. Und drucken Sie bitte das. Und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Das ist hier so ein komischer Link. Mit Agathe Weiss API. Ja, richtig. Das ist einmalige Zahlungsmethode, womit können Sie Ihre Transaktion bestätigen, ja? Und bitte, öffnen Sie bitte diesen Link, ja? Öffnen Sie das und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm. Drucken Sie bitte diese. Ja, so eine weiße Seite. Okay. Was muss ich da machen? Okay, haben Sie das geöffnet, diesen Link? Okay, und was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Wo man hier so mit US-Dollar und so anklicken kann. Ja,
bitte, wählen Sie bitte Deutsch und Sie können alles auf Deutsch lesen, ja? Ja. Und Sie sollen Euro aufwählen. Ja. Okay, und drücken Sie bitte, zahlen Sie jetzt und sagen Sie mir bitte, was denn Sie danach. So, jetzt muss ich da so ein Formular ausfüllen. Ja, und mit diesem Link können Sie nur 250 Euro aktivieren. Ist das okay für Sie? Und wenn Sie zum Beispiel mehr investieren möchten, darüber können Sie mit Ihrem eigenen Finanzberater sprechen, okay? Mhm. Okay, zuerst schreiben Sie bitte 250 Euro, ja? Löschen Sie bitte 0 und schreiben Sie bitte 250 Euro. Ja. Ja, und dann, Währung ist schon ausgewählt und dann kommt persönliche Informationen, ja, richtig? Ja. Ja, und Sie sollen Ihren Namen, Nachname, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Kontaktnummer schreiben, ja? Ja. Wie machen Sie das? Ja. Habe ich. Okay. Was haben Sie geschrieben? Wie weit sind Sie? Na, also ich habe jetzt oben die 250 Euro eingegeben. Okay, dann kommt persönliche Informationen, ja? Vorname, Nachname und E-Mail und Kontaktnummer. Schreiben Sie das? Ja. Okay, bitte schon, beachten Sie Ihren Namen, Nachname, sollten Sie ohne Umlaut schreiben, ja? Ohne Scharfe, ohne Umlaut und so weiter, ja? Hm. Mit lateinischer Buchstaben, ja? Nur. Ja. Okay. Schreiben Sie das? Ja. Okay. So. Dann habe ich jetzt den E-Mail-Adresse noch mit drin. Ja, bitte. Und die Kontaktnummer, ja? Bitte wählen Sie bitte German Pfanne, deutsche Pfanne und schreiben Sie bitte Ihre Nummer ohne 0 und ohne Vorwahl. Ohne Vorwahl? Ja, ohne Vorwahl, ja, ohne 4 und 9 und ohne 0. Hm. Und wählen Sie bitte deutsche Pfanne, ja, Germany Pfanne. Muss ich erstmal suchen, da sind so viele. Ja, natürlich, alle Länder gibt es da, ja? Ja. Ja. Mit Alphabet können Sie das. Ist da Deutschland überhaupt bei in der Liste? Germany, Sie sollen, ja, auswählen. Ach, Germany. Ja. Ja, Moment. Da muss ich da nochmal gucken. Okay. Das finde ich nicht. Was haben, Germany haben Sie nicht gefunden? Nee, wie schreibt man das? Okay, unten steht, ja, dass, was denn? Neben, zum Beispiel, neben dem, Georgia, neben dem Ghana, ja? Ja. Beginnt mit G, ja? Germany, auf Englisch vielleicht. Ach da, ja. Hm. Haben Sie gefunden? Ich glaube, ja. Da ist so eine Fahne, okay. Die sieht aus wie unsere. Haben Sie Ihre Nummer ohne Vorwahl und ohne Null geschrieben, richtig? Also soll ich die ganze Vorwahl weglassen? Aber wie können Sie dann anrufen, wenn die Vorwahl fehlt? Vorwahl. Sie sollen ohne Vorwahl schreiben, ohne 4 und ohne 0, ohne 9. Ach so, das da mit dem Plus brauche ich denn nicht machen. Ja, nicht machen. Okay. Ja. Und dann kommt Wohnadresse. Haben Sie E-Mail-Adresse geschrieben schon, richtig? Warten Sie, die muss ich da nochmal richtig reinschreiben. Die ist noch falsch. Okay, bitte. So, dann nehme ich wieder die lange. So. Bindestrich.co. Ja, die habe ich dann auch drin, ja. Okay. Dann kommt Wohnadresse, richtig? Sie sollen Ihr Land auswählen. Ja. Stadt schreiben. Und Straße, Postleitzahl und Region, ja? Bitte beachten Sie das. Sie sollen ohne Scharfes, ohne Umlaut, ohne Punkt und ohne Komma schreiben, ja? Nur mit lateinischen Buchstaben, auf jeden Fall, okay? Ja. Ja. Ohne Umlaut, ohne Scharfes, ja? Ohne Punkt, ohne Komma. Schreiben Sie bitte das, okay? Mhm, mache ich gerade. Okay, bitte.
Okay, hier Schimmeldonner, wie weit sind Sie? Was schreiben Sie gerade? Ich mache gerade die Postleitzahl rein, da muss ich auch okay, gucken. Okay, Postleitzahl, okay, okay. Die habe ich nicht im Kopf. Okay, bitte. Okay. So, ja, habe ich jetzt drin. Ja, jetzt muss ich da wieder was auswählen. Was soll ich denn da anklicken? Okay, haben Sie Region schon geschrieben? Na, da habe ich Berlin reingemacht, oder ist das falsch? Okay, Berlin, Sie können das machen, okay, Bundesland einfach. Ja, habe ich denn, ja. Okay, ja, und dann kommt Zahlungsarten. Haben Sie Wohnadresse schon ausgeführt? Ja. Okay, dann kommt unten Zahlungsarten. Was kommt dann da? Unten steht Zahlungsarten. Ja. Ja, und bitte wählen Sie Kreditkart, Debitkart. Moment, da muss ich mal suchen. Ja, bitte, suchen Sie das. Aber wollten wir da nicht was anderes nehmen jetzt irgendwie? Okay, Sie haben Visa-Karte, ja? Ich hab, Sie haben mir gesagt, ja? Unter Wohnadresse steht Zahlungsarten, richtig? Kreditkart, da und Sie sollen, ja? Hier gibt es, wählen Sie die Zahlungsmethode, ja? Und Sie sollen Kreditkart, Debitkart auswählen. Ja. Okay, haben Sie das ausgewählt? Ja. Okay, dann was sehen Sie danach? Was kommt dann? Jetzt lädt die Seite. Ja, nein, bitte? Die Seite lädt. Die braucht ein bisschen. Bitte schon? Die Seite braucht ein bisschen, die lädt. Okay, haben Sie schon Kreditkarte, Debitkarte ausgewählt? Mhm. Ja, und dann kommt, ja, Sie sollen, die Ziffern von Ihrer Visa-Karte, letzte 4 Ziffern schreiben. Sehen Sie Karte Last 4 Digits? Ah ja, genau, da steht es, ja. Ja, und Sie sollen, ja, 4 Ziffern, ja, machen Sie bitte ganz langsam und aufmerksam, okay? Sie sollen diese letzte Ziffer, ja, von Ihrem Kreditkarte, ja, auf Ihrem Kreditkarte steht vollständiger Nummer, ja? Ja. Und Sie sollen letzte 4 Ziffern schreiben, ja? Ja. Sie haben mir diktiert, ja, dass Ihre letzte 4 Ziffern ist 3244, richtig? Und schreiben Sie das. Ja. Haben Sie das schon geschrieben? Ja. Ja, dann drücken Sie bitte jetzt einzahlen und sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Jetzt ist hier so ein komisches kleines Fenster. Okay, kleines Fenster. Bezahlen Sie mit Kreditkarte, ja? Ja, kann man machen, ja. Dann soll ich die wieder nehmen? Okay, okay. Sehen Sie auf Ihrem Bildschirm. Sagen Sie mir bitte. Lesen Sie bitte das vor. Lesen Sie bitte vor. Na, hier steht, bezahlen Sie mit Kreditkarte. Ja, perfekt. Und schreiben Sie bitte vollständiger Name, ja? Wie steht auf Ihrer Visa-Karte? Ihre Name und Nachname, okay? Ja, schreiben Sie bitte das. Die ganze Nummer, ja? Den ganzen Namen ganze, denn da jetzt? Und dann, ja, sechsstellige Nummer, richtig? Habe ich gemacht, ja. Okay, dann kommt Ablaufsdatum, ja? Ablaufsdatum auf Ihrem Kreditkarte steht 05-2023, richtig? Und schreiben Sie bitte das, Ablaufsdatum. 05 und dann 23. Ja. Und dann kommt letzte Ziffer, ja? Auf der Rückseite steht CVV, ja? Jetzt und ist da was kaputt. Bitte? Da steht Zahlung fehlgeschlagen, Zahlung fehlgeschlagen. Ihre Transaktion ist fehlgeschlagen. Bitte versuchen Sie es erneut. Zahlung fehlgeschlagen. Also da steht okay, ganz oft Zahlung fehlgeschlagen. Mit dieser Visa-Karte bezahlen Sie, ja? Oder kaufen Sie etwas, ja? Ja? Haben Sie alles richtig ausgefüllt? Ich denke mal, ja. Okay. Schimmeldonner, in Ihrem Computer benutzen Sie Anydesk-Applikation? Was ist das? Das ist Verbindungsprogramm, ja, damit ich kann kontrollieren, wenn Sie alles richtig ausfüllen, ja? Ja. In Google Chrome schreiben Sie bitte A wie Anton. Moment, dann muss ich mal Google aufmachen. Okay. Okay, benutzen Sie Online-Banking, Herr Schimmeldonner, benutzen Sie Online-Banking, Schimmeldonner? Nee, das muss ich dann bei der Bank überweisen. Okay, können Sie, bei der Bank überweisen? Ja.
Okay, in diesem Fall, okay. Okay, probieren wir noch einmal diese Transaktion mit Ihrer Mastercard, dann werde ich Ihnen... Was denn? Dann werde ich Ihnen Bankdaten schicken, okay? Na, ich dachte, ob es nicht funktioniert. Ich dachte, ich soll jetzt erstmal auf Google gehen. Okay, machen. Ja, was soll ich da eingeben? Okay, da schreiben Sie bitte A wie Anton. Ja. N wie Notfall. Ja. I wie Y. Y. Ja. D wie Dora. Ja. Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. Ja, habe ich auch. Ja, und offline, bitte, drucken Sie bitte das und sehen Sie vielleicht eine dieser Applikation, ja, und herunterladen diese Applikation. Moment, jetzt bin ich ja hier bei den Google-Suchergebnissen. Ja, suchen Sie bitte in Google. Ja, wo soll ich da genau hindrücken? Und, okay, und drucken Sie bitte AnyDesk, ja? Auf die Webseite AnyDesk. Ja, genau, und herunterladen diese Applikation. Warten Sie, dann gehe ich da erstmal auf die Webseite. Okay. Herunterladen das, okay. So, hier steht Download, da soll ich drauf drücken. Ja, ja, genau. Ja, bitte. So, das lädt jetzt erstmal runter. Haben Sie das heruntergeladen? Das lädt noch. Okay. Ich habe jetzt eine Nachricht bekommen von meinem Provider, da steht, dass mein Datenvolumen von meinem Surfstick alle ist. Okay. Okay, haben Sie schon heruntergeladen? Ja, es braucht ein bisschen, weil das Datenvolumen ja alle ist. Das ist ganz langsam jetzt nur noch das Internet. Okay. Ah, okay, alles klar. So, das ist jetzt runtergeladen. Jetzt muss ich das installieren, ja? Ja, natürlich. So, jetzt lädt das hier erstmal. Moment. Ja? Können Sie an Ihrem Telefon sehen, wie lange wir schon telefonieren? Ich habe leider kein Display. Fast 2 Stunden vielleicht. Ach Gott. Ja, ist schon dunkel draußen. Als Sie angerufen haben, war das draußen noch hell. Okay, Herr Schimmel-Donner, probieren Sie bitte noch einmal, ob es nicht funktioniert. Ich werde Sie Bankdaten schicken und damit können Sie Transaktion investieren, ja? Ja. Okay. So, jetzt ist das, glaube ich, installiert. Hallo? Was brauchen Sie denn jetzt? Okay, haben Sie schon das installiert? Ja. Ja, öffnen Sie bitte AnyDesk-Applikation. Ja, warten Sie, da muss ich... Ja, gehen. Und oben steht neunstellige Nummer, ja? Und diktieren Sie mir bitte diese Nummer. Ja. Warten Sie, das lädt erstmal. Nicht so schnell, der Rechner. Okay, kein Problem. So. Ja, also hier steht aber nicht Zahlen, bei mir stehen hier Buchstaben. Bei Ihnen steht Buchstaben? Ja. Nein, es muss Ziffer sein. Ihr Adress und neben steht neunstellige Nummer. Ja, aber da sind Buchstaben drin. Waren Sie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buchstaben. Okay, 9 Buchstaben steht ja bei Ihnen? Ja. Das ist AnyDesk? Ja, steht da. Okay. Und keine Ziffer?
Ziffer. Nee, da sind 9 Buchstaben drin. Es ist unmöglich, ja? No, aber ich habe doch das Programm jetzt runtergeladen, was Sie gesagt haben. Und haben da sind Sie Anydesk, okay. Sichern Sie bitte diese Nummer. Diesen Buchstabencode soll ich Ihnen geben, ja? Ja. Diktieren Sie bitte diese Buchstaben. Ja. Ein R steht da. R wie Rudolf? Ja. Haben Sie? Ja. Dann ein E. M wie Emil? Ja. Dann kommt ein G. G wie Gustav? Ja. Dann wieder ein E. E wie Emil? Dann kommt ein U. U wie Ulrich? Ja. Ein R. F Rudolf? Ja. Ein T. K wie Theodor? Ja. Ein E. E wie Emil? Ja. Und ein B. Okay. Lesen Sie das mal rückwärts vor. Nein. Warum nicht? Es funktioniert nicht. Lesen Sie sollen vielleicht Ziffer. Ja? Warten Sie mal, ich gucke nochmal. Nee, hier steht bei mir, dieses Programm kann leider keine Verbindung zu Betrügern aufbauen. Okay, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Sie haben geöffnet, ja? Ja. Und oben steht neunstellige Nummer. Ja. Und Sie sollen diese neunstellige Nummer diktieren. Na, das ist ja das, was ich da drin hatte. Hallo? Okay, Hallo? Okay, ja. Herr Schimmeldonner, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Haben Sie eine Desk-Applikation heruntergeladen? A wie Anton, N wie Nordpol, Y, D wie Dora? Ja, genau. Das ist dann so ein orangefarbenes Programm. Orangefarbe, yes. Das ist rote Farbe. Ja, gut, das kann auch rot sein. Ich habe so ein bisschen Farbschwäche. Ich würde so sagen Aprikot vielleicht. So eine Mischung aus beidem. Okay, ich werde Sie per E-Mail schreiben, diese. Was denn? Okay, ich werde Sie mit meiner Kollegin verleiten, ja? Und diese Person werde Sie alles gut erklären. Ja. Ja, und das ist unsere Finanzabteilung, ja? Okay. Okay. Hallo, guten Tag. Ja. Johann Kapell ist am Apparat. Okay. Verhe mit Herr Schimmeldonner. Schimmeldöner, ja. Okay, Herr Schimmeldonner. Döner. Wie ich sehe, Sie haben Probleme mit Applikation Anydesk, richtig? Ja, die Tante sagt da sind Zeilen drin, aber bei mir stehen da Buchstaben drin. Okay, ich kann Ihnen Bescheid sagen, also das sind unbedingt Zahlen. Also Anydesk ist Applikation, welche hat nur Zahlen, also keine Buchstaben. Kann sein, wir haben irgendwas falsch gemacht, aber wir werden das zusammen nochmal alles richtig machen, okay? Sagen Sie bitte mir am Anfang, Sie machen das mit Handy oder mit Laptop oder mit Computer? Ich mach das mit dem Computer. Mit Computer, das ist normale PC, ja? Mhm. Das ist von Apple oder das normale Microsoft? Keine Ahnung. Wo ist denn da also, der Unterschied? Das ist von iPhone. Nee. Okay, nicht. Dann sagen Sie bitte mir, welche Internetbrowser haben Sie geöffnet? Ist das Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera? Den Internet Explorer habe ich da auch. Internet Explorer haben Sie. Sehr gut. Wenn Sie öffnen Ihre Internetbrowser, Internet Explorer, Sie brauchen ganz neue Passe, ganz neue Fenster öffnen, okay, am Anfang. Ja. Öffnen Sie ganz neue Fenster. Gut. Und ganz oben, wo normalerweise Linkadresse steht, ganz oben, schreiben Sie da anydesk.com und ich buchstabiere genau so, wie Sie das müssen schreiben. Ja. Es klingelt so. A wie Anton. N wie Nordpol. Ja. Y. D wie Dora. Ja. E wie Emil. S wie Siegfried. Ja. K wie Kaufmann. Punkt
das auf der Seite war ich vorhin auch. Genau, Sie haben das vorher diese Seite geöffnet. Jetzt gerade, Sie sehen, was sehen Sie auf dem Bildschirm? Sagen Sie bitte mir. Na, so eine aprikofarbene Seite, so rot-orange. Also mit weißem Hintergrund, aber das Logo. Genau, das ist mit weißem Hintergrund, aber also steht das alles mit roter Farbe, ja? Access Now zum Beispiel, Download Now, steht das auch mit roter Farbe, stimmt? Ja, also Download, nicht Now. Download, klicken Sie Download nochmal. Mhm. Klicken Sie. Ja, dauert aber jetzt ein bisschen, weil das Datenvolumen ist vorhin alle gegangen. Okay, also wir haben genug Zeit, das kein Problem ist. Mhm. Wenn Sie das herunterladen, Sie müssen das auch installieren, wissen Sie das, ja? Mhm. Hat das heruntergeladen? Das lädt noch. Okay, wenn es ist fertig, sagen Sie mir. Ja. Okay, das ist viel zu einfach damit. Zu arbeiten. Wissen Sie, wie müssen Sie das installieren? Ja. Wie installiert man normalerweise Applikationen? Genau. Habe ich auch schon mal gemacht. Jetzt meckert er hier, dass das Programm schon auf dem Rechner drauf ist, dass ich das überschreiben soll. Soll ich das überschreiben? Kann sein, wenn Sie haben das jetzt gerade erst mal heruntergeladen und wenn Sie haben das geöffnet, Sie müssen das zustimmen irgendwas, Sie müssen irgendwas akzeptieren. Wenn Sie werden Gesellschaft. Aber wenn Sie sehen, da irgendwelche Anfrage da, ja, stimmen Sie zu. Ganz einfach. Ja. Okay? Hab ich, ja. Haben Sie. Genau. Sehen Sie jetzt gerade Ihre Adresse? Ja. Sehen Sie, das ist Zahlen? Hat er jetzt installiert das? Also, wenn Sie haben das installiert, haben Sie diese Anydesk-Applikation geöffnet, stimmt? Ja. Okay, und was sehen Sie jetzt gerade auf Ihrem Bildschirm? Das ist wichtig. Na, jetzt installiert es so. Jetzt sind da so Balken. Sind da Balken? Balken. Balken? Das lädt jetzt. Was? Ach so, okay. Warum dauert so lange Zeit? Haben Sie schlechte Internetzugriff? Na, das Datenvolumen ist alle. Ah, okay. Also normalerweise, das dauert nur ein paar Sekunden. Genau, diese Applikation ist, Anydesk ist sehr kleine, ja, ein paar Megabyte. Genau deswegen, also, das muss nicht so lange Zeit dauern. So, jetzt ist es runtergeladen. Jetzt muss ich da wieder auf doppelt draufklicken, ja? Also, Sie müssen das öffnen, wenn Sie haben das heruntergeladen, Sie müssen das öffnen und installieren. So, hier, dann drücke ich da nochmal. Jetzt steht da, dass das Programm schon installiert ist. Okay, dann auf Ihrem Desktop, ja, Arbeitstisch. Sehen Sie da Applikation Anydesk. Das muss mit roter Farbe sein. Ja, genau. Also, Sie müssen also, was Sie geöffnet haben, das alles schließen und nur diese Applikation öffnen. Anydesk. Ja? Ja, habe ich. Öffnen. Haben Sie das geöffnet? Sagen Sie bitte, was sehen Sie jetzt gerade? Jetzt ist da wieder das Programm. Genau das Programm. Also, sehen Sie da irgendwo Ihre Adresse? Eine was? Steht da irgendwo Ihre Adresse? Ja. Das ist oben Seite. Sehen Sie? Ja, soll ich die nochmal vorlesen? Da sind diese Zahlen oder Buchstaben? Da sind wieder Buchstaben drin. Da sind wieder Buchstaben. Okay. Also, diese Buchstaben sind mit roter Farbe. Da sind so ganz normale Buchstaben drin. Und sagen Sie mir, was steht da? Die Buchstaben soll ich vorlesen. Ja. Ja, warten Sie. Da ist als erstes ist ein B. B. Ja. Dann kommt ein E. E. Dann kommt ein T. E. Ein U, wie Ulrich. Ja. Dann ein E. Ja. Dann ein G. Ja. Ein E. Ja. Und ein R. Okay. Also, und Sie sehen da diese Buchstaben. Genau. Okay, also ähnliche Applikationen, unsere Firma benutzt schon lange Zeit, aber das hat immer Zahlen. Hm. Haben Sie diese Applikation irgendwann schon
benutzt? Mhm, die habe ich vorhin das erste Mal gemacht. Okay, ich werde alles überprüfen von meiner Seite mit meiner technischen Abteilung und ich melde Ihnen nochmal, okay? Nee, ich dachte, wir machen das jetzt fertig. Wollen Sie das alles gleich fertig machen? Ja. Okay, sagen Sie bitte mir, wir haben Kommunikation mit E-Mail auch, ja? Ja. Okay, Sie können das ganz einfach Screenshots machen, also von Ihrer E-Mail-Applikation mir schicken. Ja, soll ich das an eine andere E-Mail-Adresse schicken oder an die Frau von vorhin? Sie können auch da das schicken, das kein Problem ist. Ich bekomme das sofort. Ich warte auf Ihre Nachricht und ich werde Ihnen nochmal anrufen, okay? Also ich habe Ihnen die schon geschickt, die E-Mail. Also per E-Mail, Sie müssen mir schicken, Applikation AnyDesk. Das ganze Programm oder wie? Nein, nur erste Fenster, was Sie sehen. Und diese Buchstaben, was Sie mir jetzt gerade buchstabiert haben. Habe ich gemacht, ja. Haben Sie es gerade gemacht? Ja. Ist gesendet. Okay. Ich schreibe. Und. Warten Sie ganz kurz. Mhm. Hallo, guten Tag. Ich bin Gabriel Malczewski, Ihr leitender Berater. Spreche ich mit Herrn Gustav Schmidt-Titte, ja? Ja, genau. Hm? Sehr gut. Also, ich bin leitender Berater. Sie haben sich auf unsere Webseite angemeldet und haben Informationen über Kryptowährungen und Investitionen angefordert. Ja. Ist das richtig? Hm. Ja. Also, ich erkläre Ihnen jetzt alles, aber bisher, ich interessiere mich. Haben Sie vielleicht Erfahrungen in diesem Bereich? Nein. Gar kein. Okay, kein Problem. Also, wir sind Beratungsunternehmen und wir helfen unseren Kunden, mit richtigen Kryptowährungen Geld zu verdienen. Ja. Dafür brauchen wir auf die öffentlichen Plattformen ihr eigenes Konto zu erstellen und dann ihre Identität bestätigen. Vielleicht wissen Sie jetzt was über private oder öffentliche Plattformen. Wir arbeiten nur an öffentlichen Plattformen. Was ist das? Ja, das ist eine offizielle, weltweit berühmteste Plattform. Das gehört zu niemandem. Und das ist vielleicht von einige von denen kennen Sie auch, das ist Coinbase, MoonPay, TX, Bankster und so weiter. Ja, und am ersten Mal, Sie sollen Ihr eigenes Konto erstellen und ich helfe Ihnen dabei, alles ohne Fälle zu machen. Aha. Ja, und dafür brauchen wir von Ihrer Seite Internetzugang und einige freie Minuten nur. Haben Sie gerade Internetzugang? Ja. Ja. Okay, welches Gerät benutzen Sie normalerweise? Also haben Sie Computer, Handy oder was? Ich habe einen Computer, ja. Sie haben einen Computer? Mhm. Sehr gut. Ich erkläre Ihnen jetzt etwas. Also es gibt eine Software-Applikation, Programm, mit dem Namen AnyDesk. Wissen Sie jetzt was über AnyDesk? Ja, das ist so ein Programm, was Betrüger benutzen, war neulich im Fernsehen. Nein, nein, also doch. Ich erkläre, das ist eine offizielle Programm. Ja, aber da war neulich ein Bericht im Fernsehen. Da haben die gesagt, AnyDesk benutzen fast ausschließlich nur Leute, die einen am Telefon betrügen wollen. Nein, nein, kein Betrug. Also, warum nehmen Sie denn das Programm, was auch die Betrüger nutzen? Also, das ist eine offizielle, weltweit berühmteste Programm. Ja, aber das kam doch im Fernsehen. Ja, 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 also, das brauchen wir. Damit können Sie mir Ihr Bildschirm freigeben. Also, ich kann nur Ihr Bildschirm sehen. Ja, genau, das haben die im Fernsehen auch gesagt. Und dann verarschen Sie mich und klauen mein Geld. Nein, nein. Doch. Also, ich brauche kein Geld von Ihnen. Aber das haben die im Fernsehen gesagt. Wie bitte? Das haben die im Fernsehen gesagt. Also. Das brauchen wir. Wir können das auch per Blind machen, wenn ja. Sie wollen. Sie was können ist, mir kein... Was ist das für ein Programm? Das ist ein Programm, damit können Sie mir Ihr Bildschirm freigeben, aber wenn Sie wollen das nicht, wir können das alles Blind machen. Weil ja. Das werde schwerer machen. Dann machen wir das mit dem Programm Blind. Ohne Programm. Das machen wir mit Programm Blind. Mit AnyDesk. Genau, so. Wir machen das Programm Blind dann, nicht AnyDesk. Okay, kein Problem. Also, Sie haben schon in Ihrem Computer AnyDesk, ja? Nö.
Also können Sie bitte das Zentralladerunterl öffnen und sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie machen das so. Was soll ich da öffnen? Also, Sie brauchen diese Endesk öffnen. Nee. Und also, Sie möchten keine mit Endesk nicht. Richtig. Das haben die im Fernsehen gesagt, dass man das nicht machen soll. Also, wenn Sie wollen, wir können diese Endesk nicht benutzen. Ja. Wir können das alles blind machen. Was ist das? Aber das wird schwerer. Also, diese Endesk brauchen wir. Das hört sich so unanständig an. Wie bitte? Das hört sich so unanständig an. Okay. Machen wir mit Endesk weiter, ja? Nee. Nein. Okay, kein Problem. Sie möchten ohne Endesk so alles blind machen. Ja, aber was ist denn blind? Was ist das für ein Programm? Was ist blind? Also blind, ich kann sagen, was zu machen. Also diese Endesk brauchen wir dafür, dass Sie können mit dieser Endesk mir Ihr Bildschirm freigeben. Nee. Und ich kann Ihr nur sehen, Ihr Bildschirm, und ich sage Ihnen, was zu machen. Alles ohne Fehler zu machen. Nee. Und dann lieber und, mit wir können auch, wenn Sie wollen, aber das ist ähnliche Applikationen, TeamViewer. Aber wenn das? Sie wollen, das ist wie ähnlich, also damit können Sie mir Ihr Bildschirm freigeben. Ja, dann ist aber ja auch Sie, ein Betrügerprogramm, ja. Nur so ein ähnliches. Also, okay, Sie meinen so. Das ist nicht so, aber Sie meinen so. Nee, okay, das haben die im Fernsehen gesagt. Das ja, kommt also, im Fernsehen okay. Auf allen Sendern. Okay. Die sagen überall im Fernsehen, in Deutschland okay, rufen dann können wir an und bescheißen die Leute. Nein, also öffnen Sie bitte Google Home und das brauchen wir keine. Okay, wie Sie wollen. Ja, dann brauchen wir kein Google Home. Sie haben kein Google Home. Mhm. Welche Browser haben Sie? Internet Explorer. Okay. Sie haben keine Mozilla oder... Nein, ich habe nur den Internet Explorer. Den nur dritten. Internet Explorer? Ja, ich habe mir gerade ein Software-Update runtergeladen mit Version 3. Okay, Vision. Ja. Vielleicht außer Explorer haben Sie andere Browser auch. Wenn Sie haben gar keine... Was für eine Browser? Das alles. Andere Browser, das Google Chrome, Opera, Mozilla oder was Sie haben. Das ist doch Internetfenster, keine Browser. Internetfenster, also. Ja. Browser bedeutet Internet. Also, Sie haben keine Browser. Bedeutet, dass das so ein Sprudelgetränk ist mit Zucker und das soll man nicht so oft trinken. Ja, alles klar. Also, Internet, okay. Öffnen Sie bitte Internet Explorer und ich sage Ihnen, was zu machen. Okay, Moment. Sagen Sie mir, wenn Sie machen das so. Dann mache ich erstmal den Computer an, ja? Kein Problem. Ja, dann fährt der jetzt gleich hoch, der Computer. Und was machen Sie denn da so? Ich, also. Sagen Sie mir Bescheid, sobald Sie einen Computer einschalten. Ja, habe ich. Sie haben es schon. Der fährt hoch. Und Sie haben schon diese Internet Explorer geöffnet, ja? Ja, und erstmal, wenn der eingeschaltet ist, dann kommt ja die Stelle mit dem Hochfahren. Öffnen Sie Internet Explorer? Ja, geht ja noch nicht. Muss ja erstmal hochfahren. Okay. Ja. Jetzt ist so leise bei Ihnen. Sind Sie noch dran? Ja, ich bin dran. Ja, Sie waren auf einmal weg. Da war nichts mehr zu hören. Nein, ich höre Ihnen zu. Ach, ich bin hier. Ja. Sagen Sie mir, sobald, wenn ich Explorer öffne. Ja, der Computer fährt noch hoch. Okay, kein Problem. Ja. Und was haben Sie heute so alles schon gemacht? Sie haben schon alles gemacht. Nein. Das ist schon geöffnet. Nein. Okay, ich warte. Und ich sage Ihnen auf welche Webseite... sollen Sie öffnen nochmal? Wer benutzt? Ja, das dauert noch einen kleinen Moment, bis der hochgefahren okay, ist. Okay, kein Problem. Ja. Ich warte. Das kein Problem. Machen Sie alles ruhig. Mhm. Bei Ihnen läuft aber schöne Musik. Nein, das ist kein Problem Musik. Wenn doch, die ist schön.
Ist schöne Musik da bei Ihnen. Sehr schön. Haben Sie schon geöffnet oder noch nicht? Der fährt noch hoch, der Computer. Okay, kein Problem. Wie heißt denn das Lied, was Sie da gerade abspielen? Hallo? Rock'n'Roll, ich weiß nicht so genau. Das ist Rock'n'Roll. Ja? Welcher Radiosender ist denn das? Das ist YouTube, keine Radio. Ach so. Ja, YouTube ist ganz toll. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. So, muss ich noch auf Anmelden drücken? Was sollen Sie gucken, Entschuldigung? Ja, ich muss doch jetzt erstmal bei Windows anmelden. Ja. Und nun? Hallo, ich höre Ihnen. Ich warte Ihnen. Oh, was denn? Haben Sie schon geöffnet? Was denn? Nochmal bitte. Was denn? Was machen Sie gerade? Sitzen. Und haben Sie schon die Internet Explorer geöffnet? Ja. Ja. Welche Zahlungsmethoden benutzen Sie? Haben Sie Visa oder Mastercard? Nein. Sie haben keine Kreditkarte. Uh-uh. Wie wollen Sie einzahlen? Wie muss ich denn einzahlen? Also, einfacher ist mit Visa oder Mastercard zu einzahlen, aber Sie können mit Internet, Online-Bank oder Sie können auch so SEPA-Überweisung tätigen. Ja, da bin ich nicht. Also, Sie wissen, ja? Warum brüllt der Mann da im Hintergrund rum? Wie bitte? Der Mann da im Hintergrund, der brüllt rum. Also, wir arbeiten hier mit meiner Kollegin und deshalb können Sie diese verschiedene... Aber der Mann, der sich da über das Internet aufregt, der muss mal ein bisschen leiser sein. Was soll sein? Leise sein? Ja. Also, jemand, der Mensch. Ja, der Mann, der da über das Internet meckert. Also, vielleicht Musiker oder wer redet gerade? Was? Was Sie meinen? Ja. Wer soll leise sein? Ja, weiß ich doch nicht. Ich kenne auch da eure komischen Kakerlakennamen nicht. Ja, wahrscheinlich Abdullah oder irgendwie so. Nein, keine Abdullah. Ich kenne keine Abdullah. Nee. Sie kennen Abdullah? Ja, ich rede öfters mit Abdullah, ja, und mit Allah, und Allah, der streichelt mir manchmal die Popobäckchen. Ja? Ja. Sie haben keine Sache zu machen. Was denn? Was ist Ihre Arbeit? Wo arbeiten Sie? Was ich arbeite? Ja, was machen Sie? Soll ich Ihnen das wirklich verraten? Wie leben Sie? Ja, ich arbeite... Oh, bei Ihnen hat's geklatscht. Warum klatschen die Leute? Warum klatschen die Leute? Ja. Wo haben Sie die Klatsch gehört? Bei euch. Das ist deine Musik. Nein, habt da geklatscht. Ich hab gehört. Also Sie wissen besser als ich? Was? Ich bin hier. Sie sitzen zu Hause. Und Sie wissen besser als ich. Ja, habe ich ja gehört am Telefon. Genau, meine Ohren sind ganz gut, weil ich bin hauptberuflicher Fischstäbchenformer. Ja, und meine Ohren arbeiten auch so gut. Nee, ich glaube nicht. Und meine Augen auch. Nee. Ja, gerade nicht. Nicht mal richtig niemand. Deutsch. Möchten Sie mit diese Überweisung tätigen oder nicht? Was denn für eine... Davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Investierung. Ja, was denn für eine Investierung? Darüber haben wir ja gar kein einziges Wort verloren.
Ja, aber Sie brauchen. Warum haben Sie die Anmeldung gemacht und diese Registrierung? Na, auf diese öffentliche Plattform. Damit ich ein paar Moneten verdienen. Ja, und ich helfe Ihnen dabei. Ja. Okay. Ja. Und ich sage Ihnen, das Mindestenskapital ist 250 Euro. Sie wissen das schon, ja? Hat mir keiner gesagt. Ja, ich sage es gerade. Mindestenskapital ist 250 Euro und maximales Kapital ist 2000 Euro. Also mehr als 2000, Sie können nicht, warum nicht investieren. Also am ersten Mal, die erste Investierung soll zwischen 250 und 2000 sein. Aha. Also Sie möchten mit mehr anfangen, oder? Was meinen Sie? Ja. Sie möchten mit mehr als 2000? Nee. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ich nehme 295,84. Sehr schön. Kennen Sie eine Webseite Binance vielleicht, ja? Ja. Und haben Sie etwas darüber gehört? Nein. Und welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Sie können, das ist einfach, mit Karte zu machen das alles. Ja. Mit Kreditkarte oder Visa, Visa oder Mastercard. Ja. Sie können auch mit Online-Banking investieren und Sie können auch eine SEPA-Überweisung tätigen, also zur Bank gehen und ja, von der Bank diese Überweisung machen. Mhm. Wie möchten Sie das alles machen? Kann man das aufteilen? Wie bitte? Kann man das aufteilen? Aufteilen? Ja. Wie aufteilen? Na, von der einen Karte ein bisschen hier und von der anderen Karte ein bisschen da und von dem anderen Konto ein bisschen hier. Also. Nee? Also, Sie möchten das mit einer Karte 10 Euro Wozu habe ich denn jetzt den Internet Explorer aufgemacht, wenn ich da überhaupt nichts machen soll? Ja, aber Sie sagen mir nicht, genau. Doch. Mit welchen Zahlungsmethoden können Sie diese Überweisung tätigen? Aber der Internet Explorer geht doch auch ohne. Ja, den Internet Explorer brauchen wir, aber Sie sollen mir sagen und dann können wir diese Plattform auswählen. Auf welche Plattform sollen Sie die Registrierung machen? Deshalb brauche ich von Ihrer Seite die Zahlungsmethode. Da nehme ich eine Dong Swang Card. Wie bitte? Eine Dong Swang. Ja, also, Sie möchten zur Bank gehen und die Überweisung vom Bank tätigen. Nee, das ist mir zu weit. Aber wie? Wie Na. Möchten Sie das alles anfangen? Na, mit einer Dong Swang. Und. Also, Dong Swang. Und. Was bedeutet das? Ja, damit bezahle ich. Womit bezahlen Sie? Ja, mit meiner Dong Swang. Und was bedeutet das? Ja, dass ich damit bezahle. Machen Sie Spaß oder was? Nein, aber Sie geben. Aber was soll die Frage? Ich benutze eine ganz normale Dong Swang Karte. Was benutzen Sie? Ja, eine ganz normale Dong Swang Karte. Also die erste Karte meinen Sie? Girokarte? Nee. Sie meinen Girokarte, ja? Nein. Aber was meinen Sie? Ich meine meine Dong Swang Karte. Damit bezahle ich überall. Ja, das bedeutet, das ist normale erste Karte. Girokarte also. Weiß ich nicht. Damit kann man im Internet überall bezahlen. Sie können mit dieser Karte im Internet bezahlen. Sie haben schon bezahlt. Ja, mache ich immer. Ja, aber Sie haben mir gesagt, dass Sie haben keine Visa oder Mastercard. Richtig, ja, genau. Ob Sie keine Visa oder Mastercard haben, wie können Sie mit dieser Karte im Internet bezahlen? Einzahlen. Ja, indem ich die Daten eingebe. Welche Daten? Von der Karte. Von der Karte.
Aber wenn das ist keine Visa oder Mastercard, Sie können keine Auszahlung, Einzahlung machen im Internet. Aha, da kennen Sie sich aber schlecht aus. Und warum flüstert da jetzt einer? Wie bitte? Warum Sie da flüstern? Also, ich weiß das, was ich Ihnen sage. Nö, scheinbar nicht. Sie, okay, hören Sie mich jetzt. Du, also, ich höre, möchten, ja? Möchten Sie die Investierung aktivieren oder nicht? Ja, natürlich. Aber Sie kommen ja, Sie machen ja nicht weiter die ganze Zeit. Sie diskutieren ja mit mir über Blödsinn. Ja, aber Sie sagen mir nicht so genau. Doch. Ich sage, ich antworte auf jede Frage, die Sie mir stellen. Also, Sie haben, okay, machen wir so. Sie haben keine Visa oder keine Mastercard-Kreditkarte, ja? Ja, richtig. Okay. Sie haben Online-Banking? Nein. Sie haben keine Online-Banking. Also, schauen Sie, was steht auf dieser Karte und sagen Sie mir, die Visa muss mit 4 beginnen. Ja, welches Visa? Ich habe kein Visa. Sie haben keine Visa? Nee. Was haben Sie? Schauen Sie. Sagen Sie mir, was sehen Sie auf die Karte? Da steht Dong Zhuang. Volksbank. Nein, Dong Zhuang. Und warum sagt Ihnen das einer vor? Zahlen sehen Sie? Drauf. Ja, natürlich sind da Zahlen. Wie kann man denn sonst bezahlen? Mit welchen Zahlen beginnt diese Karte? Welche Zahlen sehen Sie? Warum sagt Ihnen da im Hintergrund einer was vor? Was? Warum Ihnen da einer im Hintergrund was vorsagt? Antworten Sie da auf die Frage auch, oder? Sie machen Spaß. Nee. Aber Sie ja scheinbar. Sie machen keinen Spaß. Nee. Okay. Okay. Also, welche Kreditkarte haben Sie? Mit dieser Kreditkarte haben Sie schon im Internet eingetragen. Warum geben Sie mir nicht einfach den Mann, der Ihnen alles vorsagt? Ist doch viel einfacher. Wie gesagt. Ja, ich höre doch fest, dass was... Ich habe schon erklärt, dass wir, also ich mit meiner Kollegin arbeite hier in einem Office. Ja, aber der redet ja exakt das Gleiche. Was? Der sagt ja exakt das Gleiche vor. Also meine Karte beginnt mit einer 6. Mit 6 beginnt Ihre Karte, ja. Ihre Kartennummer. Sie haben schon mit dieser Karte etwas im Internet gekauft. Ja, aber ich glaube, das ist falsch. Warten Sie mal. Ja, aber ich weiß, dass keine Karte beginnt mit 6. Doch. Dann googeln Sie das mal. Da kennen Sie sich aber schlecht mit Karten aus. Beginnen ja sogar mehrere Karten mit. Vielleicht, ich weiß das falsch. Ja? Das kann sein auch. Vielleicht, ja. Ich... Denke mal. Okay. So, wollen wir jetzt hier mal was machen oder nicht? Ja, natürlich. Ja. Na dann... Okay. Sie haben Karte, ja? Sagen Sie mir jetzt mal erstmal Ihre Webseite. Unsere Webseite. Jo. Unsere oder wo können Sie die Investierung aktivieren? Ja. Okay, moonpay.com. Ich buchstabiere das. Das ist nicht Ihre Webseite. Das ist unsere Webseite. Sie sind ein absoluter Betrüger. Ja, also, Sie brauchen unsere Webseite. Moonpay ist nicht Ihre Webseite. Moonpay ist ein Krypto-Wallet. Verkaufen Sie mich nicht für blöd, Sie Scheißbetrüger. Also das erdreist, Sie erdreisten sie sich, also, den Namen von anderen Webseiten zu benutzen. Sie erdreisten sich das wirklich? Sprechen? Finden was? Sie das in Ordnung oder was? Sie sind ein Betrüger. Sowas nennt man in Deutschland also, Abschaum. Ich bin Betrüger und Sie sind nicht. Recht. Sie sind Betrüger. Sie machen das nee. Auch für du bist, Spaß. Du bist eine absolute Kakerlake. Du willst mich hier mein Geld bringen. Du denkst wohl, ich bin blöd oder was? Ja. Sie haben viel Geld. Du bist sogar so blöd zu wissen, welche Karten es gibt oder was? Sie haben viel Geld. Wie kann man da eigentlich so eine Dummbratzen ans Telefon setzen, die nicht mal wissen, wie man in der Hand scheißt? Sie können auch schnell und
Ja, und dein Gehirn kann scheinbar überhaupt nichts verarbeiten, weil du den ganzen Tag nur die Leute betrügst und verarschst und dann erzählst du, du kommst von der Webseite Moonpay. Ich glaube, bei dir hat es irgendwie geragelt. Du musst einen absoluten Hagelschaden an deinem Kopf haben. Ich habe gesagt, dass das mit diesem Moonpay, auf diesem Moonpay arbeiten wir auch. Nein, du hast gerade gesagt, Moonpay ist deine Webseite. Das ist absoluter Betrug. Ja, das ist deine Webseite. Nee, das du hast gesagt, das ist eure Webseite. Ich habe nach eurer Webseite gefragt. Also, wenn ich sagte das am Anfang, dass ich rufe Ihnen von moonpay.com. Nee, hast du nicht gesagt. Nein, hast du nicht gesagt. Ja, ich habe nicht gesagt, weil das benutzen wir nur für diese Investitionsaktivierungen. Gerade hast du mir erzählt, dass Moonpay deine Webseite ist. Was ist der Moonpay? Also, das ist deine offizielle öffentliche Plattform. Wie kann man nur so dämlich sein? Das ist deine offizielle öffentliche Plattform. Nee, Moonpay ist keine Plattform. Moonpay ist einfach nur eine Krypto-Wallet, eine Tauschbörse, aber keine Plattform. Also, Sie meinen so? Nee, ich meine nicht, ich weiß das. Sie wissen alles. Nee, nicht alles, aber garantiert mehr als du. Wenn Sie wissen so viel, warum brauchen Sie diese Information von unserer Seite oder von anderen? Damit ich jede Menge Zeit von euch Kakerlaken klauen kann und ihr niemanden anderen in der Zeit anrufen könnt. Damit ich richtig schön eure Zeit verplemper. Das ist der Hauptgrund. Wir haben schon viel geredet. Ja, richtig, genau. Wir haben richtig schön deine Zeit verplempert. Ja, aber deshalb, ich habe meinen Mund getrocknet. Können Sie mir eine Flasche Bier kaufen? Ich habe kein Geld. Ich glaube, dein Gehirn ist getrocknet. Können Sie das machen? Bestimmt. Mir gefällt Paulaner, schwarzes Paulaner. Und schwarzes Guinness auch. Haben Sie schon... Alkohol ist ungesund und erst recht am Arbeitsplatz. Aber daher sieht man wahrscheinlich, woher deine Intelligenz kommt. Weggesoffen, ne? Ja, aber können Sie mir... Willst du mir nicht mal die Kakerlake da aus dem Hintergrund geben, der dir immer alles vorsagen muss? Weil du kannst ja nicht mal halbwegs Deutsch. Gib mir mal den da aus dem Hintergrund. Ja, du brauchst nicht flüstern. Was? Ja, ich höre das, wenn ihr flüstert. Was hören Sie? Ja, gib mir einfach mal die Kakerlake da aus dem Hintergrund. Hintergrund steht eine Kakerlake? Ja. Kukulake oder Kakerlake? Jo. Das ist der größte Unterschied zwischen dieser Kakerlake und Kukulake. Haben Sie schon gekauft mir eine Flasche Bier? Kannst du mich mal am Arsch lecken. Also, ich trinke das Bier und dann können Sie die leere Flasche von unten stecken. Das kann man bei dir machen, ja. Sie können das selbst machen. Und du möchtest von einem seriösen Unternehmen aus anrufen? Bist du dir da sicher? Ich glaube, du musst dich irgendwie an deinem Arbeitsplatz irgendwie verfehlt haben, ne? Oh, guck mal, das nächste Betrügerferkel ruft an. Wollen wir mal rangehen? Okay, jetzt soll ich diese Kukulake oder Kakerlake in Google durchsuchen. Und dann können wir nochmal telefonieren. Ich sage Ihnen, was bedeutet das? Ich weiß nicht so. Genau. Aber bitte, sei vorsichtig, ja? Ja, Kakerlake. Mit dieser Flasche sei vorsichtig. Damit können Sie ein Blut reingehen. Okay, Sie haben viel Zeit. Sie haben nichts zu machen. Sie machen das alles für Spaß. Mit wem spreche ich? Was? Okay, sei vorsichtig mit dieser Flasche. Ciao. Hallo? Hallo, Herr Baumeister am Apparat, ja? Ja, Bob, der Baumeister hier. Ich begrüße Sie. Mein Name ist Kerstin Wilson. Ich kontaktiere Sie von der Handelsplattform.
Wie ich gerade sehe in meinem System, Sie haben Interesse bei DAX 2 geäußert, richtig, ja? Kann sein, ja. Ja, Herr Baumeister, ich bin Kontomanagerin. Ich werde Ihnen helfen. Handelskonto bis Ende aktivieren. Sie haben Konto aktiviert, aber nicht bis Ende, ja? Herr Baumeister, womit werden Sie es machen? Mit Handy oder mit Computer? Was denn? Handelskonto bis Ende aktivieren. Ach so. Ja, was ist denn da besser? Womit Sie möchten, ist egal. Ich kann mich immer nicht so entscheiden. Wie bitte? Ich kann mich immer nicht entscheiden. Also Sie haben noch nicht entschieden? Na, ich hab immer so, ich hab da, ja, weiß ich nicht. Was muss ich denn machen? Ich erkläre jetzt kurz, also ja. Ein minimalisches Anfangskapital, womit Sie Handel anfangen können, ist 250 Euro. Sie kriegen von unserer Seite VIP-Expert, welche hat 10, 15-jährige Erfahrungen in diesem Bereich und er wird statt Sie alles machen. Also wann ist richtige Zeit zum Investition, womit werden Sie handeln, er gibt Ihnen Räte, eigentlich, wie werden Sie das Geld verdienen? Ja, Sie brauchen nicht stundenlang bei Computer zu sitzen und etwas zu recherchieren oder analysieren. Er macht alles für Sie. Sie werden nur einmal, zweimal pro Woche reinschauen und Profite überprüfen. Außerdem kriegen Sie automatische Trading-System von uns. Natürlich, das ist Anfangskapital, das sollen Sie wissen. Das ist nicht eine große Summe an der Finanzbörse. Danach entscheiden Sie mit Finanzexpert. Machen Sie mehr Investitionen, möchten Sie weiter handeln und so weiter und so fort. Ja, Finanzexpert ist wichtige Person, weil er hat große Erfahrung. Sind Sie Anfänger, oder? Anfänger, ja. Kein Problem. Wir arbeiten auch für Anfänger. Dafür brauchen Sie keine Sorge haben, weil Finanzexpert versucht, gute Profite zu generieren, ja. Sie, also wenn Sie keine Zeit haben und arbeiten zum Beispiel, Sie brauchen nicht viel Zeit dafür. Jetzt erster Schritt ist Handelskonto ein bisschen deaktivieren, danach kriegen Sie Anruf von Finanzexpert und können Sie schon Handel anfangen. Und überprüfen können Sie einmal, zweimal pro Woche. Sie kriegen Ihren eigenen Account und Sie haben Zugriff, selber alles zu überprüfen, ja? Herr Baumeister. Ja. Werden Sie es jetzt gleich machen mit mir? Na, was denn? Handelskonto aktivieren. Verstehen Sie nicht, was ich sage? Na, Sie sagten, das macht doch alles der Finanzberater dann. Ja, aber wenn Sie Anfänger sind, er ist eine wichtige Person, werden Sie das allein machen? Sie kriegen auch automatische Trading-System von uns. Ja, aber dann soll das der Finanzberater machen. Was soll er machen? Ja, weiß ich nicht. Sie haben doch gesagt, er macht alles, der Finanzberater. Alles macht, aber ja, das meine, Sie kriegen von uns automatische Trading-System und VIP-Expert von uns. Jetzt ist erster Schritt, Handelskonto bis Ende aktivieren. Danach kriegen Sie Anruf von ihm und ab heute können Sie schon Handel anfangen. Ja. Womit werden Sie aktivieren? Mit Handy oder mit Computer? Handelskonto. Was ist denn da besser? Ist egal. Ich kann mich nicht entscheiden. Sind Sie jetzt gerade mit Computer? Jetzt sind wir gerade am Festnetztelefon. Festnetz, aber Zugriff jetzt haben Sie mit Computer. Was habe ich am Computer? Also können Sie Computer schalten? Den kann man schalten, ja. Ja, können Sie... Das entscheiden Sie, womit Sie das möchten, Herr Baumeister. Was ist mit Ihnen? Entweder mit Handy oder mit Computer. Ist egal. Für mich ist es egal. Für mich auch. Hallo, Tante? Hallo? Ja? Entscheiden Sie, Herr Baumeister. Aber ich kann immer mich nicht so gut entscheiden. Sind Sie klein Kind oder was ist mit Ihnen? Sind Sie ein kleines Kind oder was ist mit Nein, Ihnen? Nein, ich habe jetzt Zeit nicht für Spielen. Möchten Sie es mal aktivieren oder nicht eigentlich? Gibt es Sie auch noch irgendwie in freundlich? Kann man das tauschen? Ja, natürlich, aber Sie entscheiden nicht, machen Sie es mit Computer oder nicht. Oder mit Handy. Das entscheiden nicht. Na, aber ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich da Schwierigkeiten habe, das zu entscheiden.
Warum haben Sie Schwierigkeiten? Ja, weil ich immer nicht so gut entscheiden kann. Ach so. Ja. Dann machen Sie mit Handy. Dann mache ich das jetzt mit Handy, okay. Was denn eigentlich? Internet haben Sie dran, ja? Nein, am Handy nicht. Dann schaffen wir es nicht. Dann schalten Sie Computer. Also soll ich den Computer dann jetzt anmachen? Ja. Ja, dann mache ich jetzt den Computer an. Dann gehe ich jetzt mal an den Computer. So. Hey Baumeister, na, welche Zahlungsmöglichkeiten benutzen Sie? Visa, Mastercard, Online-Banking, womit werden Sie dieses minimalische Betrag bezahlen? Welchen denn Betrag? 250 Euro, habe ich am Anfang gesagt. Das ist Handels, Anfangskapital. Ach so, ja. Was soll ich denn da nehmen? Wenn Sie Visa oder Mastercard haben, ich kann Ihnen einen Link schicken, welche werden Sie von Ihrer Seite ausfüllen. Aber wenn Sie Karte nicht haben, dann können Sie mit Online-Banking Überweisung machen. Ja, das habe ich. Wie bitte? Habe ich alles. Haben Sie alles? Womit möchten Sie es aktivieren? Mit Visa und Mastercard oder mit Überweisung? Was ist denn da besser? Gleiche ist, also es besser gibt's nicht. Manche haben kein Visa und Mastercard. Als Sie das haben auch, dann soll ich Ihnen einen Link schicken. Wenn Sie möchten nicht mit Link machen, dann werden Sie mit Überweisung. Ich kann Links auch schicken und auch Bankdaten. Ja. Okay. Schneller ist natürlich mit Überweisung. Das ist am schnellsten mit Überweisung? Ja. Ja? Aber Überweisung dauert doch so lange. Ja, aber Sie schaffen es schneller als mit Link. Ach so, dann bin ich dafür zu blöd, am Computer das zu machen. Das kann sein. Warum sagen Sie, dass Sie blöd sind? Überhaupt nicht blöd. Also ich überprüfe jetzt die E-Mail-Adresse bot-d-r-baumeister@mdcc.de, richtig? Ja. Das ist die E-Mail-Adresse von Sie. Haben Sie Computer schon eingeschaltet? Der fährt jetzt hoch, ja. Ich schicke jetzt Bankdaten. Ja. Haben Sie Echtzeitüberweisung oder normale Überweisung? Was für eine Überweisung? Wie bitte? Was für eine Überweisung? Echtzeit oder normale? Was ist das? Also mit Echtzeit ist es schneller. Normale dauert 2-3 Tage, ja? Okay, wie macht man das? Überweisung haben Sie noch nie gemacht. Na, das, was Sie da sagen, kenne ich nicht. Online-Banking benutzen Sie? Nein. Haben Sie mir doch gesagt, dass Sie alles haben, Visa, Master und Online-Banking? Na, Sie haben gefragt, Überweisung, das kann ich machen, ja, aber von Online-Banking habe ich nichts gesagt. Wie machen Sie Überweisung? Per Bank, oder? Ja, mit so einem Zettel. Womit? Mit so einem Zettel, den ich da ausfüllen muss. Also Überweisung können Sie mal tätigen, ja? Das kann ich tun, ja. Ja, okay. Jetzt schauen Sie, ich habe E-Mail verschickt von Kerstin Wilson. Beherrschen Sie Bankdaten. Überprüfen Sie bitte im Posteingang. Was denn? Posteingang. Ja, da muss aber erst der Computer fertig an zu sein. Haben Sie noch nie geschaltet? Doch, ich habe den schon geschaltet. Aber der muss ja dann erst hochfahren. Mhm. Sie fertig werden, sagen mir, dann schauen im Posteingang meinen Brief. Also per Post dann oder wie? Nein, E-Mail sollen Sie öffnen, E-Mail. Ach so.
Herr Baumeister? Ja? Haben Sie gekriegt, meine E-Mail? Noch nicht, nein. Also haben Sie E-Mail geöffnet? Noch nicht, nein. Warum denn? Ist nicht geschaltet, Computer? Doch, Computer ist geschaltet. Der muss jetzt erstmal fertig hochfahren. Was laden Sie sich hoch? Verstehe ich nicht. Na, der muss hochfahren, anschalten, das dauert doch. So, dann logge ich mich mal ein. Sind Sie noch dran? Jetzt ist er weg. Hallo? 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 Ja? Herr Bauer, die Verbindung war weg. Ach so. Jetzt hören Sie mich jetzt gut. Ja. So, im Inbox, im Posteingang kriegen Sie von Kerstin Wilson Bankdaten. Schauen Sie, Bankdaten wird geschrieben. Ja, gibt es da bei euch noch einen Dennis Wilson? Nein, Kerstin Wilson bin ich. Kerstin. So. Weil ich kenne einen Dennis Wilson. Nein. Okay. Haben Sie? Na, ich habe mich bei Windows jetzt angemeldet. Das dauert noch. Der fährt noch hoch, der Computer. Also der braucht immer so ein bisschen. Der ist schon älter. Sie reden nicht gerne. Kann das sein? Die spricht nicht mehr mit mir. Aber das läuft noch. Hallo, Tante? Tante, Kuckuck. Hallo, hören Sie mich? Ja, jetzt kann ich wieder hören. Warum nennen Sie mir Tante? Na, weil nicht ging, war aus. Ich bin Kerstin. Ja, hallo Kerstin. Kerstin? Ja, ich bin hier. Ja. Das ist schön. Herr Baumeister, Sie haben Computer eingeschaltet oder Sie spielen jetzt mit mir? Nein, ich spiele nicht. Also was für ein Gerät haben Sie? So lange dauert es nicht eigentlich. Die Leute machen es nach 2 Minuten. Na, mein Computer ist schon ein bisschen älter. Der ist 25 Jahre alt. 25 Jahre alt. Warum ändern Sie keinen Computer? Na, ich muss doch erstmal Geld verdienen, damit ich einen neuen kaufen kann. Ja, natürlich. Also möchten Sie zuerst Computer tauschen? Neues Computer kaufen? Nee, erst muss ich Geld verdienen und dann kann ich den Computer tauschen. Ja, dann Computer. Ja, also bestimmtes Ziel haben Sie schon an der Finanzbörse. Ja. Wie viel möchten Sie pro Monat Geld verdienen? Wie viel kann man denn? Das hängt daran auf, wie viel Sie Investitionen machen. Ja. Dann machen wir so, dass es am gutesten ist. Also mit 250 können Sie kein Millionär werden. Das ist Anfangskapital. Dann will ich das so nicht. Dann will ich das andere. Was wollen Sie? Na, da, wo man denn Millionär werden kann. Dann sollen Sie mehr Geld investieren. Das machen Wenn Sie wir. Kein Geld haben, wie werden Sie Investitionen machen? Na, mit dem Geld, was ich schon hab. Aber ich muss ja erst investieren, damit es mehr wird, um mir dann was kaufen zu können. Ja, natürlich. Aber zuerst jetzt brauchen wir Handelskonto aktivieren. Aber wenn es 2 Tage dauert, dann klappt es nicht. Dann müssen wir 2 Tage warten, wenn es 2 Tage dauert. Moment. Haben Sie doch Internet bei Handy? Nee, da ist kein Internet drauf. Da, wie sind Sie registriert? Na, mit Computer. Der Computer haben Sie nicht eingeschaltet. Nee, der war aus jetzt, ja. Moment. Sie waren online. Wann denn? Ich sage jetzt gleich. Vor 20 Minuten. Wie waren Sie online? Ja, da war der Computer noch an, aber dann habe ich den runtergefahren, weil ich dachte, da passiert heute nichts mehr.
Okay. Wie lange dauert es noch? Na, das Windows-Logo ist schon da. Und wie ist das Wetter so? Ist schon fertig? Na, ist gleich, ja. Wie ist denn so das Wetter? Hallo? Kerstin? Ja. 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 Wie ist denn das Wetter? Wetter? Ja. Wissen Sie, was für ein Wetter ist es heute? Ja, bei euch da. Bisschen kalt. Bisschen kalt. Bisschen kalt? Ja. Okay. Hier nicht. Wie viel Grad haben Sie? Ich guck mal, hier steht... In Posteingang. 22,7 Grad. Mhm. Haben Sie? Fertig jetzt mit Computer? Na, ich mache jetzt das Internetfenster auf. Ist schon fertig, oder nicht? Das Internetfenster lädt noch. Überweisung, wo tätigen Sie es? Mit Computer? Am Bankschalter. Ach so. Mein Computer ist doch scheiße. Tut mir leid, jetzt werden Sie Geld verdienen, wenn Sie es schaffen. Und danach, erstes Ziel wird Computer tauschen, ja? Ja. Glaube ich, das geht auf die Nerven jetzt. Stundenlang bei Computer sitzen und warten, wann Sie E-Mails kriegen. Mhm. Okay, hey Baumeister, schalten Sie Ihren Computer. Bankdaten haben Sie schon von meiner Seite, von Kerstin Wilson. Machen Sie einfach Überweisung und danach schicken Sie mir per E-Mail zurück Beleg, okay? Und in oder Screen. Damit muss ich sicher sein, dass Sie wirklich überwiesen haben und sofort reserviere ich Platz für Sie und danach kriegen Sie schon Anruf von Finanzexpert heute. Und okay? Wie mache ich das? Wie machen Sie es? Ja, das ist ja die Frage. Was sollen Sie machen? Überweisung? Ja, wie geht es? Überweisung sollen Sie wissen, wie Sie überweisen, dass das ja, Geld das eigentlich ja, ist. Ja, aber das mit dem, was Sie da noch so alles haben wollen... Überweisung haben Sie noch nicht getätigt? Nein. Habe ja noch nicht die Daten. Dann sollen Sie Anides schalten im Computer und wir verbinden miteinander und ich helfe von meiner Seite. Wie, was? Was war mit verbinden? Anides, wie alt sind Sie, Herr Baumeister? 29. 29? Und Sie schaffen nicht Überweisung? Nein, ich und Sie doch... wissen nicht, was bedeutet Anides? Nee, woher denn? Ich habe Kunden 90 Jahre und schaffen schneller als Sie. Ach so. Na, aber die Kunden, die 90 Jahre alt sind, die lassen sich ja vielleicht auch von dir verarschen. Aber ich nicht. Ich verarsche dich. Sind Sie normal überhaupt? Das ist eine Auslegungssache, ne? Kerstin. Hallo, guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Schimmelgeier? Hm. Super, mein Name ist Anna Weiß. Ich bin Ihre persönliche Kontomanagerin bei der Handelsplattform Unico. Sie haben Ihre Interesse für Nebeneinkommen auf dem Finanzmarkt gezeigt. Deswegen rufe ich Sie an, um Ihnen mit der Aktivierung zu helfen. Okay? Aha, okay. Super, sag jetzt mal bitte, Herr Schimmeldonner, haben Sie schon eine Erfahrung in diesem Bereich oder ist das Ihr erstes Mal? Nö, bis jetzt noch nicht. Keine Erfahrung, okay, das macht nichts. Die meisten unserer Kunden sind ohne Erfahrung. Sie bekommen einen persönlichen Seniorkontomanager von unserem Unternehmen, mit dem Sie weiter auf dem Finanzmarkt arbeiten werden. Er wird Sie Schritt für Schritt begleiten, ja, Ihnen erklären, wie das Ganze funktioniert und aussieht und er wird Ihnen sagen, welche Positionen zu welcher Zeit Sie öffnen und schließen können, okay? Entzückend. Sagen Sie bitte, mit welchem Betrag würden Sie beginnen? Der Mindestbetrag ist $250. Oh, ich habe aber gar keine Dollar. Sie können einfach eine Einzahlung tätigen und das wird in Dollar, ja, also wie Sie. Ach so,
Aber ich kann ja von meinem Konto nicht mit Dollar machen. Geht ja nicht. Das wird klappen, ja? Nicht ganz einfach bezahlen und das wird automatisch, ja? Aha. In Dollar. Bitte, werden Sie mit dem Mindestbetrag beginnen? Oder was haben Sie entschieden? Na, was ist denn da am besten? Das ist nur nach Ihrem Wunsch, ja? Je höher, desto größere potenzielle Gewinne bekommen Sie, ja? Wenn Sie möchten, Sie können einfach mit dem Mindestbetrag, ja, beginnen und danach anschauen, wie das Ganze funktioniert, okay? Sie brauchen diese Summe 250 Dollar, um einfach Ihr Handelskonto zu aktivieren. Danach bekommen Sie sofort einen Anruf, ja, von Ihrem persönlichen Kontomanager, ja, und Sie werden mit ihm einen, ja, also entscheiden, ja, worin Sie dieses Geld investieren möchten, ja. Dieses Geld brauchen Sie einfach noch für die Aktivierung und danach, wenn alles Ihnen gefallen wird, ja, können Sie mehr investieren. Aber in diesem Moment brauchen Sie nur 250 Dollar. Ja. Okay? Okay. Mhm, super. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Visa oder Mastercard? Ja. Haben Sie? Okay. Sind Sie gerade auf unserer Webseite? Nein. Nein, okay, dann öffnen Sie bitte jetzt Ihren Browser, Google Chrome oder welchen Browser benutzen Sie? Hat geklatscht bei euch. Ist Geburtstag, ja. Ach, ja. Entschuldigen. Ich dachte schon, dass ihr wieder jemanden beschissen habt. Wie bitte? Schon gut. Okay, und also öffnen Sie bitte jetzt Ihren Browser und im Suchfeld werden Sie, ich werde Ihnen sagen, ja, buchstabieren, was Sie schreiben sollen. Okay? Ja. Ja. Sagen Sie bitte, wenn Sie fertig sind, wenn Sie bereit sind, ja. Auf los geht's los. Ja, Sie sollen im Suchfeld schreiben, U wie Uwe. Mhm. N. Ja. Nathalie, ja, Ira zum Beispiel, ja, danach Strich, K. Ein was? Eine Ziege? K. Was denn? Wie Computer, K, ja, wie Computer. So, K wie Computer, ja. Hm. Ja, O wie Otto. Ja. So heißt meine Mama auch. Ja, dann noch Punkt. Ja. I. Ja. Und O. Mhm. Okay. Unico. Punkt I O, ja? So, mein Computer ist jetzt hochgefahren. Haben Sie gefunden? Nee, ich habe ja erstmal meinen Computer angemacht. Also, okay, ich warte, kein Problem. Mhm. Okay. Ja, sagen Sie mir bitte, wenn Sie bereit werden, okay? Ja. Hat es geklappt? Was denn? Sind Sie schon bereit? Was auf unsere Website gehen oder noch nicht? Ach so, ja. Hm. Ja, also Sie sollen jetzt wieder ein Suchfeld, ja, öffnen und schreiben Unico. Punkt, ja, io. Wie ich Ihnen gesagt habe, soll ich noch einmal berichten? Ja. Oder haben Sie aufgeschrieben? Noch okay, einmal. Soll ich, ja? Hm. Okay, also schreiben Sie bitte U. Uwe. Ein U, ja. Ja. M. Ein M. Ja.
I. Ein I? Ja. I-Rau zum Beispiel, ja. Unia ist es bei ihm. Umia? Ja. Unia. Danach Strich. Strich. Und Computer? Ja. O wie Otto? Ja. Punkt? Ja. I? Ja. Wie immer, ja. Und O? Geht nicht. Was geht nicht? Die Seite. Was steht es bei Ihnen? Was sehen Sie? Not found. Haben Sie, vielleicht wird es besser, weil wenn ich Ihnen dann schnell auf Ihre E-Mail-Adresse das schicke, ja? Und Sie einfach essen, ja? Welche E-Mail-Adresse denn? Ihre E-Mail-Adresse. Da habe ich ganz viele. Wie bitte? Da habe ich ganz viele. Also haben Sie die falsche? Weiß ich nicht. Adresse. Sie haben, wenn Sie sich unter unser Werbung registriert haben, ja, Sie haben Ihre E-Mail-Adresse geschrieben. Ja. Ich kann auf Ihre E-Mail-Adresse eine E-Mail schicken, ja, mit unserer Webseite. An welche E-Mail-Adresse denn? Ein Moment. Hamut.schimmeldonner. Hm. Ja? Hm. @gmx.de. Ja. Ja? Okay. Okay, einen Moment bitte. Hm. Ich schreibe Ihnen gleich. Ja. Sie bekommen eine Nachricht von Anwalt, ja, von mir. Mhm. Ja, begrüßen Sie bitte jetzt Ihren Posteingang. Ist noch nichts da. Okay. Warten wir ein bisschen. Einen Moment bitte. Mhm. Ja, Sie bekommen, haben Sie keine Nachricht bekommen, ja? Weil ich ja eine Nachricht bekommen habe, ja. Also, Sie bekommen jetzt eine Nachricht von meiner Kollegin von Fall Buskai, okay? Mhm. Es wird klappen. Öffnen Sie bitte Ihren Posteingang. Ja. Haben Sie bekommen? Mhm. Nein? Nein. Warten wir ein bisschen. Mhm. Okay, bei mir, ja, ich habe eine Nachricht bekommen, dass es falsche E-Mail-Adresse gibt, ja. Okay, sollen wir eine andere nehmen? Nicht, ja, können Sie bitte. Soll ich die sagen? Ja. Okay, ja, das, ja, ich höre. Das ist dein hartmut.schimmeldöner@md-frostschutz-wein-verkoster.co. Einen Moment, können Sie bitte ein bisschen langsamer? Ja. Sagen? Hartmut? Ja, einen Moment, Hartmut. Ja. Ja. Den Punkt Schimmeldöner mit dem großen M in der Mitte? Mit dem großen M, ja? Ja, in der Mitte. Ein M, ja? Oder zwei Doppel-M? Das zweite M wird groß geschrieben. Ich meine, also mit dem zweiten, ja? Das zweite wird groß geschrieben, ja. Okay, ja, ich habe verstanden. Okay. Hm. Und danach? Mhm. Dann MD? Ja. Bindestrich? MD? Ja. Strich? Ja. Ja. Frostschutz? Und können Sie das nochmal sagen? Frostschutz? Frostschutz? Mhm. Ja. Den Bindestrich?
spreche ich wieder. Ja. Mhm. Wein. Und was weiter? Bindestrich. Strich, ja, Brotschutz, Strich und danach. Verkoster. Und danach. .co. .co. Verkoster. Ja, .co. Ver oder wer Kotzer? Was? Da. Einen Moment. Ja. Ja, machen wir so. Ich werde Ihnen besser meine E-Mail-Adresse sagen, ja. Es wird schneller, weil ich weiß einfach nicht, ob ich richtig, ja, aufgeschrieben habe. Und ich sage Ihnen meine E-Mail-Adresse und Sie schreiben mir eine Nachricht, okay? Und danach antworte ich auf Ihre Nachricht. Sind Sie bereit? Ja, auf los geht's los. Ja, ich sage Ihnen einfach meine E-Mail-Adresse und Sie können mir einfach guten Tag, ja, schreiben. Und danach wird es so besser und ich schicke Ihnen unsere Webseite, okay? Einen Link. Hm. Okay? Ja, dann logge ich mich nochmal ein, Moment. Sagen Sie bitte, wenn Sie bereit sind. Ja. So, ich bin eingemeldet. Sagen? Jetzt muss ich aufs Schreiben gehen. So, jetzt können Sie die komische Sache sagen, ja? Na, okay. Hm? Ein kleines A. Ein kleines A. Das ist mein Name, Anna. Anna, ja. Beginnt mit kleines A. Anna, Punkt. Also ein kleines A, dann ein Punkt? Ein kleines A, danach Doppel N, NN, ja. Also so wie W, Anna, nur umgekehrt. Ja. Anna soll sein, ja. Mein Name. Und dann? Punkt. Punkt. Weiß. Was? Ne, wie Wald, ja. Ein Wald. Ein Wald? Wald zu, ja. Was? So, ja. Mit so, ja. Letzte Buchstabe. Wald? Anna, ja, Anna Wald, ja, danach Ed. Warten Sie, Wald mit Soja und dann Ed. Ed, ja. U wie Otto. Ein U wie Otto, ja. Ja, M. N. Wie Nadine, ja. Hm. I. I. I, ja. Strich. Strich. K wie Computer. Ja, ein K wie ein... O wie Otto. Hm. Ja. Oh, haben Sie geschrieben, ja? Ja, glaub schon. Punkt. Punkt. Ja, I. I. O. O. O wie Otto, ja. Und was haben Sie? Können Sie mir jetzt lesen? An. Punkt. Wald mit Soja at uni.co.io. Haben Sie Anna. Punkt. Wald at uni.co. Nee, da steht bei mir An. Punkt. Wald mit Soja at uni. Unterstrich co.io. Ja, aber am Anfang soll Anna sein. Ein kleines Name, ja. A, ja, hab ich. Ja, ein kleines A und danach M, M, A. Ein M und ein M und ein A. M. Nadine. Wie Nadine. Also. Wiederholen. Was soll da stehen? Ja. Anna. A. Ein kleines A. Ein kleines A. Ja, danach. Ja, danach N wie Nordpolen. Ja. Und noch einmal N wie Nordpolen. Ja. Ja, und danach A. Ein A, ja. Punkt. Hab ich. Ja. W, ja, Wald, W, wie Wald.
ein Wald, ja, mit Soja habe ich hier. Walzü, ja? Was? Soll. Wie? W, ja. Was? Ja, wie Wald, ja. Danach A. Ja. Danach L, wie Leonie. Ja, oder Lutschen. Und C wie Zoo. Ein C wie Zoo. Wie Zoo. Ja, genau. Ein C wie Zoo habe ich. Ja, danach Ed. Danach ein Ed. Ja. Und uni-co.io, wir haben das, ja? Na, uni und dann unterstrich co und dann .io. Einfach Strich, ja. Nicht Unterstrich, ja. Was denn dann für ein Strich? Dann ist es ja ein Minus. Also, oder ja, ein ja. Bindestrich. Entschuldigung, manchmal, ja. Das ist Minus, ja. Ja. Und dann also, ko.io. Ja, und können Sie mir bitte jetzt noch einmal lesen? Jetzt steht da anna.walk@uni-. Was? Wie? Walze. Walze. Walze, ja. Walze. Okay, dann schreibe ich da jetzt Walze. Walze, ja. Ja, Walze. Ja. Wie, ja. Wie Zentralstadt zum Beispiel, ja? Ja? Haben Sie verstanden? Ja. Ja, und? Also, annawalz@ui-core.io. Richtig? Ich glaube schon, ja. Okay, und schreiben Sie bitte jetzt guten Tag zum Beispiel, okay? Was soll ich schreiben? Bundestag? Guten Tag, einfach, damit ich verstehen kann, dass Sie sind, okay? Ich schreibe Tutengag. Schreibe, was Sie wollen. Habe ich gesendet, ja, und da kommt schon was zurück. Da steht, geht nichts kaputt. Ist zurückgekommen, ja? Ja. Okay. Versuchen wir noch einmal im Suchfeld. Sie haben schon richtig unsere Website geschrieben. Schreiben Sie bitte noch einmal im Suchfeld, okay? Ihrem Browser unsere Webseite. Okay? Versuchen wir das noch einmal zu machen. Ja. Schreiben Sie wieder U wie Uwe. Habe ich gemacht. Ja, N wie Nordpolen. Ja. I. Ja. Minus. Ja. K wie Computer. Ein K. Ja, K wie Computer. Ein K. K wie Olaf. Noch ein O, ja. Ja. Danach Punkt. Ja. I. Ja. Und O. Ja. Und was haben Sie? Lesen Sie bitte. Na, das geht nicht. Ist kaputt. Warum ist es kaputt? Weiß haben Sie nicht. Juni minus... Was haben Sie geschrieben? Können Sie mir bitte einfach lesen? Na, unico.io. Ja, uni minus co, ja? Ja, hab ich gemacht. Und wenn Sie... Ja, und wenn Sie das geschrieben haben, was sehen Sie weiter? Fehler. Geht nicht. Die Seite geht nicht. Fehler? Ja. Kaputt. Einen Moment, bitte. Ja. Hat Google geschrieben? Was? Haben Sie in Google geschrieben? Ja. Und hat es nicht geklappt, ja? Kaputt. Also prüfen wir noch einmal, ob Sie richtig eingegeben haben.
Ja. Okay. Können Sie jetzt buchstabieren, ja, und mir sagen? Was denn? Diesen Link, das ich Ihnen gleich gesagt habe, können Sie bitte einfach sagen? Den Adresse? Ja, ja, Adresse. Ja, uni und dem -co.io. uni-co.io, richtig. Versuchen Sie bitte noch einmal. Ja. Und zwar sehen Sie? Hat es geklappt? Nee, ist kaputt. Da steht, geht nicht. Einen Moment, bitte. Sagen Sie bitte, haben Sie U wie Ulrich geschrieben? Wo denn? Am Anfang. Ja. U wie Ulrich, ja? Hab ich gemacht. Einen Moment. Sagen Sie bitte, haben Sie das im Suchfeld eingegeben? Unsere Adresse. Nein, die Adressscheuerleiste. Ja, im Suchfeld haben Sie die Adresse eingegeben, ja? Nein, die Adressscheuerleiste. Also, geben Sie bitte sie im Suchfeld ein, okay? Im Suchen? Im Suchfeld. Ja. Versuchen Sie bitte. Ja, und dann? Und hat das geklappt? Sehen Sie etwas? Da stehen Google-Ergebnisse. Ja, und sehen Sie das erste, was geschrieben ist? Unico? Na. Was sehen Sie als erstes, ja? Wenn ich bei Google gucke, ja? Ja, und sehen Sie das erste Unico? Wenn Sie auf Suchen, ja, geklickt haben, sollen Sie das erste sehen, Unico, ja, und Sie sollen draufklicken. Na, unsere Webseite. Sehen Sie? Na, da steht, ja, EK Unico Erfahrung 9 Bewertungen. Und wenn ich da drauf gehe, dann sind da ganz viele schlechte Bewertungen. Also, Sie sind, okay, was sehen Sie? Unten, noch unten, ja? Noch unten? Sie sollen unsere Webseite, ja, Sie sollen unsere Webseite sehen. Wie heißt die? Nicht die anderen. uni-co.io. Na, aber das steht hier nicht. Hier ist was mit uni-co.io Review. Und da steht der Scam-Detektor und da steht dann auf der Webseite you just look it up unico.io using or scam detectors. Und so. Okay, einen Moment. Ja. Einen Moment bitte. Ja. We analyze it with this website in this forex trading sector. And we have news. Was? Wie bitte? Na, ich lese hier vor, was da steht. Ja, ja, also, das ist, sind Sie schon auf unserer Webseite, oder? Nee. Scamdetektor.de. Nee, okay, einen Moment, okay, einen Moment. Versuchen Sie bitte noch einmal, ja, nach unten ein bisschen gehen, ja, vielleicht können Sie unsere Website finden. Ja, und dann? Was sehen Sie danach, wenn Sie nach unten ein bisschen gehen, ja? Na, ich bin jetzt auf Google.
auf Google, ja? Ja, ist das richtig? Ja, und wir haben Juni minus.co.io geschrieben. Und was sehen Sie? Sagen Sie bitte noch einmal, was sehen Sie? Die Google-Suchergebnisse. Was geht nicht? Die Google-Suchergebnisse sehe ich. Warum geht er nicht? Na doch, die gehen doch, aber ich, na, ich sage, ich sehe die Google-Suchergebnisse. Ja, ja, und was sehen Sie? Ich möchte, damit Sie mir das lesen, ja, was Sie sehen. Ja, die Google-Suchergebnisse. Ja, und was sehen Sie? Im ersten Fall, ja, Unicorn, oder? Trustpilot. Wie bitte? Na, als erstes sehe ich Trustpilot. Und was sehen Sie unten? Darunter scamdetectors.de. Und noch unten, ja? Darunter steht dann... Danach, was sehen Sie? Da ist dann die Webseite vorsichtvorbetrug.de. Okay, sehen Sie nicht, ja, das ist einfach geschrieben, ich Juni. Nee, die kommt da nicht, nee. Nee, einmal. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie AnyDesk auf dem Computer? Was ist das? AnyDesk, das ist das Programm, die uns hilft, unsere Geräte zu verbinden. AnyDesk. Was, warum brauche ich sowas? Haben Sie nicht? Nee. Damit ich Ihnen helfen kann, ja, auf unsere Webseite zu gehen. Tut es weh? Wie bitte? Tut das weh? Nein, machen Sie mit dem keine Sorgen. Okay. Einen Moment bitte. Ja. Ich kann warten. Schaffen wir das aber weh. Handy verbindet oder mit dem Konsole? Da? Hast du da so ein Abo gekauft? Nein. Ja, also, wenn es nicht klappt, ja, Sie haben meine E-Mail-Adresse, ja, und Sie können mir, können wir selbst versuchen und danach, wenn es klappt, können Sie mir schreiben und ich rufe Sie an, okay? Entschuldigung, ich habe jetzt einen anderen Termin, ja? Nein. Also versuchen Sie bitte selbst das zu machen. Warum? Und schreiben Sie mir, okay? Wollen Sie nicht mehr bei mir bleiben? Wie bitte? Wollen Sie nicht mehr bei mir bleiben? Also ich habe jetzt leider einen anderen Termin, ja, mit meinem Kunden. Ich kann leider jetzt nicht sprechen. Oh. Und Sie können das jetzt noch einmal versuchen und mir auf meine E-Mail-Adresse zu schreiben. Okay? Aber ich wollte doch noch was sagen. Ja, ich höre Sie. Ich habe dich verarscht. Ja, ich habe verstanden. Deswegen sage ich Ihnen, dass ich schon mit Ihnen nicht weiter sprechen werde, ja? Ja, du bist ein Betrüger. Ich habe das schon lange verstanden. Ja, du bist Betrüger. Ja, warum meinen Sie so? Ja. Warum meinen Sie so? Alle unbekannte Menschen sind für Sie die Betrüger, oder? Nee, aber du. Aber ich bin, ja? Ja. Das ist interessant. Ja, weil du zockst die Leute ab. Wie können Sie das sagen, wenn Sie mit uns nicht... Ja, wie können Sie das sagen, wenn Sie mit uns nicht gearbeitet haben, ja, und Sie haben überhaupt keine Erfahrung mit uns? Wie können Sie das behaupten? Weil ich gar nicht erst so weit kommen lasse, mich von dir verarschen zu lassen. Da verarsche ich lieber dich. Habe ich viel mehr von. Wie bitte? Ich sage, da verarsche ich lieber dich, da habe ich mehr von.
Ja. Okay, dann. Ich möchte nicht mehr eine Zeit verschwinden, ja? Schade. Ich habe keine Zeit für Sie leider. Naja, aber immerhin haben wir ja schon 45 Minuten. Ja, wenn Sie bereit Minuten werden, rum. Ja. Ja, ich habe keine. Ich möchte keine Zeit. Ja, aber haben wir ja schon eine ganze Menge. Konntest du 45 Minuten niemanden anderen verarschen? Nein. Auf Wiederhören. Ja, bis nächstes Mal. Hallo, Frau Diaz. Sebastian Leroy am Apparat. Wie geht's Ihnen heute? Gut. Super, mir auch gut. Frau Diaz, ich bin der Kontomanager von Europäischer Haupt-Trading-Zentrale. Ja, ich habe gerade die Anordnung bekommen. Ich habe es vor 4 Tagen gemacht, ungefähr. Erinnern Sie das? Ja. Ganz gut. In diesen 4 Tagen, wir versuchen viel Maßnahmen zu erreichen, aber ohne Fehler, ja? Ja. Und jetzt freut mich sehr, dass Sie erreichbar sind. Okay? Ja. Frau Diaz, wir haben einfach einige Dinge über Ihre Anmeldung und über Ihre Registration zu erledigen. Mein Beruf ist einfach, Ihnen alles erklären und Ihr Handelskonto vollständig aktivieren, okay? Frau Diaz, erstmals muss ich Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Ja. Was bedeutet ja? Haben Sie Erfahrung oder nein? Das Letzte. Sie haben keine Erfahrung, das bedeutet. Ja. Okay. Claudius, dann werden wir für Sie ein Anfängerkonto öffnen. Und was das bedeutet, ja? In ein Anfängerkonto haben Sie ein automatisiertes Programmsoftware, die macht mathematische und algorithmische Analyse und einfach handelt selber, ja? Und dieses Roboter einfach macht alles statt Ihnen. Kauft und verkauft selber. Wenn etwas Preis wird gesunken, es kauft selber. Und wenn wieder gestiegen ist, es verkauft auch selber. Ja, und diese Unterscheidung ist Ihre Verdienung. Zum Beispiel, Facebook-Preis zum Beispiel, gestern war mit 20% gesunken, dann unsere automatisiertes Programmsoftware kauft diese Aktien und heute, wenn es mit 25% wieder gestiegen ist, es verkauft, ja. Und dieses Unterscheidung ist einfach Ihre Verdienung. Zum Beispiel es war 300 oder 500 Euro. Ja. Haben Sie verstanden? Nee. Frau Diaz, also ich verstehe, dass Sie haben keine genuge Erfahrung, dieses Roboter zu kontrollieren. Das braucht einfach einige Wissenschaft. Ja, und genau deswegen. Frau Diaz, ich möchte Ihnen einfach gratulieren, Sie sind in einem großes VIP-Projekt angemeldet und bekommen Sie noch ein eigenes Privatexpert. Haben Sie verstanden? Einen eigenen Expert. Eigenen Expert, genau. Sie hätten Ihr eigenes Expert und was macht und wer ist dieses Expert, ja? Das ist der Mensch mit riesiger Erfahrung in diesem Bereich, mindestens 9 oder 10-jährige Erfahrung. Sie werden zwischenzeitige Anrufe bekommen von diesem Mensch. Werden Sie wissen, wann sollen Sie etwas kaufen, wann sollen Sie etwas verkaufen, welche Strategie ist momentan besser und welche Kryptowährungen oder Aktien bringt mehr und mehr Geld. Haben Sie verstanden? Bisschen. Das klingelt sehr gut, ja? Frau Diaz, außerdem das. Und ich muss auch sagen, dass mit diesen zwei Kombinationen, mit Privatexpert und mit Business Roboter, haben Sie riesige Möglichkeit, einfach sehr, sehr gut zu verdienen, sehr gute Wissenschaft zu gewinnen und auch sehr gute Erfahrungen zu sammeln. Oh, toll. Ja? Ja. Haben Sie verstanden, ja? Das klingt toll. Okay, ganz gut. Ja, entzückend. Frau Diaz, jetzt für dieses Expert und für dieses Roboter brauchen wir Ihr Konto aktivieren. Ja, dann kriegen Sie auf dem Finanzmarkt offiziell Status und dieses Privatexpert und dieses Roboter werden mit ihrem Handelskonto handeln anfangen und sie bekommen ihre erste Profite, toll. Ja, mit ihrer Bank. Toll.
Ja. Und das ist einfach sehr gute Sache. Aber erstmals müssen wir das Konto aktivieren und dafür brauchen wir Anfangskapital. Verstehen Sie, was ich meine? Nein. Nee. Frau Liert. Was denn? Frau Liert, erstmals müssen wir aktivieren, ja? Und für die Aktivierung brauchen wir Anfangskapital. Jetzt haben Sie einfach eine Möglichkeit, ich dachte, für die Aktivierung zu auswählen. Aber ich dachte, ja, für die Aktivierung nimmt man doch einen Actimel, weil der aktiviert doch Aktikräfte. Was meinen Sie? Na, ein Actimel. Frau Diaz, auf dem Finanzmarkt sind Sie jetzt inaktiv. Ja, Sie haben nur eine Anmeldung gemacht. Ja. Und für den Handlungsprozess brauchen Sie jetzt Aktivierung. Ja? Mit Actimel. Genau, ja, ja, genau das machen wir jetzt. Ich bin der Kontomanager und mein Beruf ist einfach, Ihre Handelskonto vollständig ohne Fehler zu aktivieren und Ihnen alle weitere Informationen zu geben und alles erklären, was Sie interessieren. Okay? Prima. Frau Diaz, ich sage jetzt, ich sagte, dass Sie können von 250 bis 1000 Euro jede Summe auswählen und damit Handlungsprozess anfangen. Prima. Ja. Ja. Und 250 ist unser Mindestbetrag, weniger ist technisch unmöglich, ganz einfach. Und genau, ich denke, dass das ist die entsprechende Summe für Ihnen, ja, weil Sie haben keine Erfahrung und Sie müssen am Anfang nicht riskieren. Ja. Ja. Erstmals werden Sie einfach ausprobieren, Erfahrungen und Wissenschaft sammeln und dann sie weiter investieren möchten, es ist ihres Wunsch. Ja? Ja. Frau Diaz, welches Zahlungsmethode benutzen Sie normalerweise? Meistens benutze ich dafür meinen Mann. Sie haben kein Bankkonto oder Kreditkarten oder was meinen Sie? Na, Sie haben doch gefragt, welche Bezahlungsmethode ich sonst benutze. Da benutze ich meistens meinen Mann. Okay, das habe ich verstanden. Okay, das bedeutet, diese 250 Euro hat Ihres Mann, ja? Ja, dem nehmen wir das einfach weg. Okay, kann ich mit Ihres Mann reden? Ist er da? Einen Moment. Hartmut? Komm mal schnell, Hartmut. Ja? Bitteschön? Sind Sie Herr Diaz, ja? Ja, Hartmut. Okay, ganz gut. Herr Diaz, mit dieser Telefonnummer, mit der Name Milton Diaz ist in unserem System eine Anmeldung bekommen. Ja, das zeigt, dass Sie möchten mit Onlinehandel mehr Geld verdienen. Und ich bin der Kontomanager von dieser Firma und versuche Ihnen alles erklären und Ihre Handelskonto vollständig aktivieren. Na, ja? Aber ich will doch gar nicht so ein Handelskonto, das will doch meine Olle. Wie bitte? Das will doch meine Olle, nicht ich. Okay, und Ihres Öl braucht 250 Euro jetzt. Ja, okay. Weil es ist eine ganz gute Möglichkeit, immer mehr und mehr Geld zu verdienen. Ja, weil 250 Euro will die Olle schon wieder ausgeben. Fertig jetzt. Ich denke, dass Sie verstehen jetzt, mit was haben Sie jetzt zu tun? Um was haben Sie jetzt zu tun? Ja, es ist Finanzbörse. Aha. Hier verdient man das Geld. Seit wann kann die Olle mit der Börse? Wie bitte? Seit wann kann die Olle mit der Börse umgehen? Können Sie mehr lauter reden und mehr deutlicher reden, was Sie... Na, ich habe gefragt, seit wann die Olle da bei euch an der Börse ist? Ja, es ist europäische Finanzbörse. Aha. Und was haben wir damit zu tun? Ja, mit dieses Telefonnummer, mit dieses Name ist eine Anmeldung gekommen in unser System, dass Sie möchten immer mehr und mehr Geld verdienen. Na, das war dann meine Olle. Wollen Sie mit meiner Olle sprechen? Herr Diaz. Ja, soll ich meine Olle nochmal holen? Nein. Nicht. Ich wiederhole jetzt. Ja. Sie und Ihre Frau haben jetzt sehr, sehr große Möglichkeit.
ihren finanziellen Zustand zu verbessern. Aha. Ja, weil ihre Frau ist in unserem System in einem mit einem sehr großes VIP-Projekt angemeldet. Damit hätten sie ihr eigenes Privatexpert, auch ein automatisiertes Programmsoftware. Dieses Expert und dieses Roboter machen einfach alles für sich, arbeiten für sich und sie hätten gar kein Problem auf dem Finanzmarkt beim Handlungsprozess, weil ich weiß, dass sie haben keine Erfahrung davon und sie werden sehr, sehr gut verdienen, sie werden sehr gute Wissenschaften und Erfahrungen sammeln und einfach, was muss ich noch sagen? Ja, und Herr Diaz, Sie müssen jetzt einfach progressiv nachdenken darüber, ja, weil solche Gelegenheiten man hat nur ein oder zweimal in dem Leben und ich denke, dass sie haben erstmals es nicht benutzt, ja, und einfach, ich hätte sehr viele Kunden, die auch zweifeln am Anfang, aber nach einem Monat, nach zwei Monaten werden sie ganz anders denken. Sagen Sie mir jetzt, ja, was für eine Unterhaltung haben Sie mit Finanzbörse? Ja, was wissen Sie, was für eine Erfahrungen haben Sie? Gar keine. Das macht alles keine Rolle. Ja, genau deswegen sage ich, Herr Diaz, dass Sie wissen einfach nicht, mit was haben Sie zu tun. Ja, und wie große Möglichkeiten haben Sie? Haben Sie etwas über Bitcoin gehört? Nee, was ist das? Ja oder nein? Nee. Okay, Bitcoin ist einfach eine neue Kryptowährung, ja, von 2011. Damals kostete diese Kryptowährung weniger als ein Cent. Ja, Sie können es im Internet auch suchen. Aber heute dieses Bitcoin, niemals wusste darüber, ja, damals. Aber heute, Bitcoin ist fast in allen Ländern und fast in allen Städten ein offizielles Bezahlungssystem, ja, und heute ein Bitcoin kostet mehr als 50.000 US-Dollar. Sie können es auch im Internet schauen, ja, und vorstellen Sie jetzt bitte, wenn Sie in 2011 mit 1 Dollar oder mit 10 Dollar Bitcoin gekauft hätten, wie viel Geld hätten Sie heute? Sie würden heute ein Millionär, ja? Weiß ich nicht, ich dachte immer, das machen nur Kriminelle. Wie bitte? Ich dachte, sowas benutzen nur Kriminelle. So mit Bitcoin. Da hört man doch im Fernsehen immer, dass man da im Darknet was mitkauft. Ja, so Waffen und Drogen und Nutten. Nein, Herr Diaz. Mit Bitcoin im 21. Jahrhundert kann man alles kaufen. Ein Auto, ein neues Klamotten, ein neues Haus. Oder Haus renovieren, Sie können einfach mit Bitcoin alles machen. Es ist offizielles Bezahlungssystem schon. In Deutschland auch, ja, bei uns. Kann ich damit auch Nutten kaufen? Was? Kann ich damit auch Nutten bezahlen? Alles. Okay. Alles. Ja, auch Lohn. Ja, und auch Stromkosten bezahlen und Rechnungen bezahlen auch. Ja, weil es ist einfach wie ein Online-Geld, ja? Wenn Sie einfach Ihr eigenes Geld zum Beispiel auf die Online-Bank hätten, das arbeitet so, ja? Aber das ist ein Daten, die anonym sind und ihre eigenes Preis hat, ja? Und dieser Preis immer steigt und steigt und steigt. Und das ist sehr gute Zeit, Bitcoin zu kaufen und damit zu investieren. Ja, weil als ich gesagt habe, in 2011, wenn es entdeckt war, dieses Bitcoin kostete weniger als 1 Cent. Ein Bitcoin kostete weniger als 1 Cent. Aber in diesen Jahren ist Interesse immer und immer gestiegen über Bitcoin. Damit könnte man einfach ein neues Klamotten, ein neues Auto oder etwas, was Sie möchten, alles kaufen. Und genau deswegen, weil die Interesse ist gestiegen, Preis ist auch gestiegen. Ja? Und heute Bitcoin kostet ein Bitcoin mehr als 50.000 US-Dollar. Aber so viel Geld haben wir nicht. Wie bitte? So viel Geld haben wir nicht. Die Olle shoppt ja immer so viele.
Was ist die Olle Hopp? Können Sie mir das erklären, weil ich verstehe es nicht. Na, die Schlampe, mit der Sie vorhin gesprochen haben. Die hier immer mein Geld nimmt. Ja, Herr Diaz, mit Bitcoin können Sie auch eine Schlampe kaufen, ja? Na, ich habe ja schon so eine Schlampe, die ich hier unterhalten muss. Ja, und ich muss auch sagen, dass wenn Sie einfach bei uns ein Konto aktivieren, mit Privatexpert und mit dieses automatisch Trading Software, Sie bekommen auch eine Schlampe für geschenkt, ja? Ja, okay. Okay, und dann sollen Sie nicht mehr Ihr eigenes Mutter ficken, okay? Nee, das ist ja eklig. Okay, ganz gut. Dann auf Wiederhören, Herr Diaz. Warum? Ich dachte, ich soll da irgendwas bezahlen jetzt.